Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Smalltalk. Wir sind bei der Nummer 145 angelangt. Und wie es bei uns so üblich ist, wenn eine große Serie sich mit dem Werk Tolkiens beschäftigt, wie wir es im letzten Jahr schon gemacht haben, werden wir auch heute wieder einen kleinen, möglichst sachlichen, ich finde kritisch-konstruktiven Beitrag leisten zur Diskussion zu Ringe der Macht, die zweite Staffel. Und ich sage das, ohne zu lügen. Guten Abend, schön, dass ihr dabei seid. Guten Abend. Ja, Opa ist heute nicht dabei. Wir sind zu zweit heute. Er lässt sich entschuldigen. Und da nächste Woche ich nicht da sein werde, haben wir gedacht, wir ziehen es heute durch, weil drei Wochen später mit dem Thema auf die Ecke zu kommen, hätte überhaupt keinen Mehrwert für irgendeine der beteiligten Personen. Weder für uns noch für die, die zuhören müssen. Und wie üblich ist die Frage, wie wollen wir hier einsteigen in das Thema? Ich weiß, worauf ich keinen Bock habe. Ich möchte nicht jetzt jede Folge durchgehen und alles aufzählen, was passiert ist und was ich gut fand und was ich schlecht fand. Das haben wir ja schon gemacht nach der dritten Folge. Jeder von uns dreien war bei Hör die Ringe und hat das schon gemacht. Und das finde ich nur mäßig spannend. Und ja, Spoiler, ich würde in jeder Folge was zu motzen finden. Ich würde in zwei, drei Folgen auch was finden, wo ich nicht motze, wo ich sage, das ist ganz gelungen. Aber die Themen, die ich vielleicht heute besprechen möchte, ist als erstes, wie über diese Serie gesprochen wird im Netz von beiden beteiligten Parteien, also den Leuten, die es gut finden und denen, die es nicht so gut finden. Und ich finde, da ist mittlerweile eine Schärfe drin, die ich so aus meinem Fandom nicht kenne. Wir hatten ja mit dem Hobbit auch durchaus ein kontroverses Machwerk, das ein bisschen Licht und noch viel mehr Schatten hatte, auch in der Retrospektive. Und ich kann mich erinnern, dass damals die beiden Lager dermaßen unversöhnlich und auch scharf gegeneinander geschossen haben. Und ich mache das halt für mich fest. Ich bin wenig da unterwegs, wo Leute viel Kritik üben. Also ich habe mir kein Video angeschaut von jemandem, der Rings of Power nicht gut findet, aus welchen Gründen auch immer. Mich das einfach nicht interessiert. Ich brauche das nicht, um meine Meinung irgendwie zu validieren. Aber ich bin natürlich bei ein paar Social Media Präsenzen im deutschen, englischsprachigen Bereich unterwegs und mir fällt das schon auf, dass diejenigen, die die Serie nicht gut finden, von denen, die sie gut finden, gerne in die Richtung Alt-Right geschoben werden oder auch einfach mal als Trolle oder Hater bezeichnet werden. Und ich habe schon das Gefühl, dass das irgendwie so eine Art, ich will es nicht Vorgabe, aber so eine Art Strategie von Amazon ist, die tatsächlich eine Image-Kampagne fahren für Rings of Power, die ich so in der Form auch nicht gesehen habe bei anderen Verfilmungen von Tolkiens Werken. Und das zieht sich einfach gefühlt durch alle Seiten und Präsenzen durch, die die Serie in irgendeiner Form verteidigen möchten. Es gibt wenig Inhaltliches. Stattdessen werden diejenigen, die sagen, das und das gefällt mir nicht, persönlich angegriffen. Und das gefällt mir offenbar gar nicht. Und ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Vielleicht auch irgendwie mitbekommst, wie sich Leute äußern, die unsere Meinung haben. Ob da ebenfalls da mit Unterstellungen und persönlichen Angriffen gearbeitet wird. Weil, wie gesagt, da bin ich gar nicht unterwegs. Außer jetzt halt Hör die Ringe und die sind auch ziemlich chillige Jungs und haben sich auch auf die Inhaltsebene beschränkt. Gott sei Dank, sonst wäre ich da auch nicht hingegangen offensichtlich, weil das halt nicht mein Modus operandi ist. Aber ja, wie gesagt, ich finde es, mich hat es massiv gestört die letzten Wochen, auch schon im Vorfeld so ein bisschen. Und ich stelle auch fest, es gibt so ein paar Social-Media-Präsenzen, deren Formulierungen erstaunlich gleich klingen nach jeder Folge. Wo ich dann mich frage, ist das jetzt einfach, sind die einfach KI gesteuert und die können nicht anders? Oder ist das irgendeine Form von Influencer-Tum, das Amazon irgendwie bezahlt und damit auch ein bisschen lenkt? Also das ist natürlich ein ganz großes Thema. Also erstmal muss ich sagen, die heutige Folge ist bei mir also mindestens eine 2-Kölsch-Folge. Ich habe noch eine dritte für den Notfall im Kühlschrank, weil ich habe natürlich, wie ja vielleicht einige mitbekommen haben, ich war ja auch in den letzten Tagen gerade viel unterwegs. Der liebe Kirdan hat mit mir mit Tommy Krabweis und dem Team von Wildmix, also mit dem Alexander und Alexa dort, darüber gesprochen, warum ist der Herr der Ringe supi? Weil der mal ein Thema haben wollte, was wirklich nett ist. Und damit sind sie natürlich genau auf dieses Thema eingegangen, was, glaube ich, so ein generelles Ding ist. Das ist sicherlich bei uns im Fandom auch so eine Sache, aber ich glaube, das betrifft halt nicht nur ein Fandom, sondern wir haben halt spätestens mit der Pandemie und dem Aufsteigen der, jetzt ohne groß kotzig klingen zu wollen, aber der kapitalistischen Ausbeutung von Ragebait und Clickbait und den ganzen anderen Sachen,
haben wir jetzt eine neue Liga von Leuten bekommen, die Geld damit verdienen, dass sie Hass schreiben. Also sowas wie einer der bekanntesten Namen ist ja der Mensch, der heißt Nerdrotic. Der schreibt nicht nur bei den Herrn der Ringe, der schreibt auch bei Game of Thrones, der schreibt über alle möglichen Sachen. Und der hat es tatsächlich zu seinem Business-Konzept gemacht, über alles einfach eine gleichmäßigen Level an Kotze zu schütten. Und in seinem praktisch Kielwasser und auch im Kielwasser von anderen Leuten hat sich einfach in den letzten 3-4 Jahren vor allem, und ich glaube, es hat sehr viel mit der digitalen durchgehenden Verbreiterung, also dass immer mehr Leute digital am Leben teilnehmen und gerade auch YouTube und TikTok so groß geworden sind, vor allem TikTok in den letzten Jahren, wo einfach nur noch so kurze 30-Sekunden-Stücke praktisch der Inhalt der Welt sind. Also ich glaube nicht, dass wir heute Abend in diesem Gespräch darüber klären können, wie scheiße die digitale Welt momentan ist oder generell die Welt in ihrer politologischen Zusammensetzung. Aber es ist erkennbar, dass in allem Fandom Leute sind, die mit Scheißekübel auskippen und hetzen und kotzen, Geld verdienen. Und die um sich herum so eine zweite, dritte Kreisliga aufbauen mit Leuten, die sie auch unterstützen, ihnen zuspielen und ihnen dann zur Seite springen, wenn mal jemand was dagegen sagt. Als du schon sagtest am Anfang, wir haben hier so zwei Parteien, ist mir innerlich schon so ein bisschen übel geworden, weil eigentlich sollte es überhaupt gar keine Parteien geben, sondern es sollte so ein Spektrum geben, ne? Ja, das ist ja eigentlich das, so wie ich es auch gewohnt bin und kenne. Und ich will jetzt gar nicht über die Typen sprechen, die ja. Channel selber betreiben, die über alles und jeden motzen. Ich meine, die werden mir auch in die Timeline gespielt oder sind die bei meinen Empfehlungen für auf YouTube und die Namen, du siehst halt irgendwie Abonnenten, 700.000, kannst du mal, wenn du den Namen zum dritten Mal liest und zum dritten Mal ist eine Überschrift unter dem Video, die irgendwie danach klingt, der ist jetzt wieder am motzen. Das sind so Channel, die ignoriere ich einfach, weil da habe ich Tolkien dreht sich im Grabo. Tolkien dreht sich im Grabo. Mir geht es tatsächlich darum, wie reden Tolkien-Fans miteinander über die Serie. Ja, und das ist ja nicht nur, dass da jetzt irgendwelche dicken Influencer da irgendwas von sich geben, sondern es gibt ja Kommentarbereiche. Und die meine ich damit. Da ist halt eine Schärfe drin in den Diskussionen, die zum Teil auch von den Seiten selber vorgelebt wird. Manchmal nicht so extrem, wie es dann in den Kommentaren abgeht, aber die Richtung ist für mich irgendwie schon spürbar in den letzten Wochen, Monaten. Und das ist das, was mich ein bisschen abfuckt. Es muss doch möglich sein zu sagen, ich finde die Serie gut oder ich finde die Serie schlecht, ohne dass ich die andere Seite als entweder blöd oder voreingenommen oder politisch motiviert oder von irgendwelchen anderen Leuten bezahlt oder sonst wie bezeichne. Ich möchte doch, wenn ich mich unterhalte über etwas und ein Medium, ne, bietet ja Stoff zur Diskussion. Unser Channel hat einfach 150 Folgen über Sachen, die dürfen über was reden. Also das ist ja eigentlich der Sinn eines Hobbys, dass man da Meinungen zu entwickelt, sich austauscht und Argumente dann auch austauscht. Man kann ja auch sich im Abarbeiten an anderen Positionen ja auch darüber klarer werden, warum man selbst etwas so empfindet, wie man es empfindet. Das ist ja ein wertvoller Prozess. Aber das setzt natürlich voraus, dass ich nicht die andere Seite im Vorfeld schon mal pauschal die Urteilsfähigkeit abspreche. Und wie gesagt, das ist mir im Tolkien-Fandom ist mir das neu. Das habe ich so in der Form vor 10 Jahren. Wann kam die Hobbits-Filme raus? 14 bis 15, so rum. Du bist schon geschaltet. Das ist mir da nicht so aufgefallen. Ich versuche immer, meinen Rülpsen und Husten irgendwie möglichst zu unterdrücken. Und deswegen schalte ich zwischendurch mal das Mikro aus. Das ist ein Service für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber leider vergesse ich manchmal, darauf hat mich auch Tommy Kappreis mehrfach hingewiesen, Marcel, dein Mikrofon bei einer Podcast-Aufnahme auszuschalten, ist ein bisschen dumm. Und ich so, okay, Tommy, alles klar. Nein, also das ist tatsächlich so, ich glaube, das auch so zu beobachten. Mein Lieblingsbeispiel momentan ist Threads. Das ist ja die neue Alternative zu Twitter, Shitter, wie immer du das Ding heutzutage nennen möchtest. Und die ja tatsächlich jetzt wohl doch substanziell langsam Zahlen zieht, wo vor allem eine deutlich merkbare Tolkien-Community entstanden ist. Also da gibt es halt Tolkien-Threads, ist der Hashtag, mit dem die Leute sich da verknüpfen. Und ich kann dort nicht über die Serie schreiben. Das geht nicht. Das habe ich ein, zwei Mal versucht, habe das sehr sachlich gemacht. Und tatsächlich kamen auch einige konstruktive, also wo Leute gesagt haben, Mama, Marcel, du bist offensichtlich nicht einer von diesen Nazis, der durch die Gegend rennt, du bist kein Troll, sondern du hast ja hier Argumente und das ist eine sinnvolle Sache, finde ich super, Daumen hoch. Und dann kamen halt 3-4 Kommentare, ja, du bist ja halt ein Nazi, was willst du hier eigentlich labern? Also das ist tatsächlich genau so, auf Threads ist es so, ich habe ja auch auf Variety hier diesen Artikel eben gepostet im Channel. Es ist tatsächlich so, das ist auffällig,
dass die Leute, die die Stimmungsmacher und Meinungsmacher auf Threads sind, das sind YouTuber und TikToker, die jetzt das neue Medium, weil es Twitter nicht mehr gibt, irgendwie für sich entdecken und natürlich als Social Media Channel für sich als Verkaufskanal entdecken, da ganz massiv drauf rumreiten und praktisch genau immer in diese eine Kerbe schlagen. Wer was gegen die Serie sagt, ist halt ein alter weißer Mann. Ist natürlich doof, dass ich ein alter weißer Mann bin, aber ist halt leider so. Aber der ist halt irgendwie Nazi und Fascho und Frauenhasser und also der gesamte Ismus-Block, den man sich da vorstellen kann. Und das ist massiv, das ist deutlich. In dem Variety-Artikel wird so schön geschrieben, dass sich jetzt die großen Medienfirmen darauf konzentrieren, Superfans, einen von mir persönlich mit leichtem Erbrechungsuntergrundgeschmack versehener Begriff, den zu benutzen, in Anführungsstrichen, und zu positionieren und für Stimmung sozusagen zu benutzen. Und es ist halt auch auffällig, das ist ja so ein bisschen meine Erfahrung, einige wissen ja, ich war vor 2 Jahren bei Amazon Prime Video bei diesen ganzen lustigen Events mal mit dabei, bei den Influencern, obwohl ich keiner bin. Es war aber sehr witzig und sehr erhellend. Die Leute, die bei Felicia Day nachher als Superfans präsentiert werden, sind allesamt durch die Bank amerikanische YouTuber oder TikToker. Das sind die Leute mit Millionen von Followern, das sind Leute, also nur um das nochmal direkt zu sagen, da sind viele Leute dabei, die einfach super viel Ahnung haben und total fähig sind. Also New Better, Do Better, Will weiß alles über das erste Zeitalter, der Mann ist großartig. Aber es ist halt klar zu erkennen, das sind Leute, die lieben die Serie, die reden die ganze Zeit darüber, wie geil die Serie ist und die hat weder Fehl noch Tadel und alle anderen Leute haben einfach keine Ahnung von Tolkien, nur sie. Und das ist natürlich eine Variante, wo es einfach keine Diskussion mehr gibt. Also da gibt es kein Gesprächsebene mehr. Und Social Media ist für sowas nicht geeignet. Wir haben immer noch nicht verstanden, dass man über Social Media nicht miteinander sprechen kann. Es geht nicht. Selbst über Discord ist das Sprechen fast unmöglich, außer wir wählen hier Kamera, Video, Sound, wir sehen uns, wir hören uns, dann können wir ein halbwegs normales Gespräch führen. Aber sobald ich einfach nur einen für mich aus meiner Sicht völlig verständlichen, normalen Satz schreibe, habe ich 10 Leute, die sagen, was bist du für ein Assi? Und ich so, was? Und das ist einfach, das ist diese Polarisierung, finde ich, die von Social Media durchgetrieben wird. Wir haben diesen Kulturkrieg, nenn es wie du willst. Es gibt Leute, die wollen halt die Fandoms benutzen und missbrauchen. Und wir sind halt gerade mittendrin mit dem Herr der Ringe-Fandom, wo immer mehr rechte Stimmen, und wir reden von radikal bis extrem rechten Stimmen, den Herr der Ringe für sich missbrauchen. Und die Leute auf der anderen Seite finden das halt nicht so geil. Und du und ich, die wir jetzt nicht irgendwie super rechts und auch nicht super mega links sind, stehen dazwischendurch gefühlt natürlich, irgendwo in der Mitte und sagen, ich möchte eigentlich nur diese Sachen geil finden, die ich mag, bisschen drüber quatschen, ein Bier trinken und dann ist gut. Ja. Und das geht gerade nicht, glaube ich. Also das sehe ich ähnlich wie du. Das wird gerade immer schwieriger. Ein bisschen deprimiert, oder? Ja, es ist ja auch offensichtlich. Amazon als Firma muss gucken, dass sie sich positionieren, beziehungsweise in Märkte kommen, die sie vorher nicht hatten. Prime Video ist sozusagen ein neues Projekt. Das läuft ja jetzt schon ein paar Jahre, aber als damals die Serie gebucht wurde und als Wheel of Time gekauft wurde und die ganzen anderen Sachen, da war das noch ein junges Ding. Und das ist Jeff Bezos' Lieblingsprojekt. Deswegen ist da so viel Geld und so viel Power drin. Nicht wegen der Rings, sondern wegen, ich meine jetzt Einkaufskraft und Einkaufsmacht. Und Geld und Ressourcen. Und wir erinnern uns ja an einen Backlash wegen der offensichtlichen Rassisten, die es da damals gab und die diese halt da angedisst haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da hat die Firma nichts gemacht. Sie war nur der Nutznießer in der Diskussion, natürlich zu sagen zu können, oh, Amazon ist so fortschrittlich und so weltoffen und so toll. Und ich denke mir, habt ihr mal gesehen, was Amazon für eine Firma ist? Ja, das ist das zweite Thema, was mir so ein bisschen die letzten Wochen hochgekommen ist, ist diese Positionierung von Amazon als Streiter für Diversität und Kritiker dann gibt es sofort auf der anderen Seite. Aber wenn ich mir das mal so angucke, was ich tatsächlich geliefert bekomme von Amazon in puncto Diversität, ist das gerade mal eben so ein Feigenblatt und den absolut bequemsten Weg gewählt, das Thema angesprochen zu haben und weitere Fragen zu vermeiden. Wir haben in jedem Stauplatz, der die Serie halt ausfüllt, haben wir exakt eine Person mit einer anderen Hautfarbe. Es ist nie der Hauptcharakter, weil das kann sich keinem zumuten in Amerika und Europa, dass du jemanden hast, der wirklich auch wichtig ist in dem Medium und halt nicht weiß ist. Und keiner stellt die Frage, Moment mal, was ist denn eigentlich mit Amazon selber? Was ist denn mit den Drehbuchschreibern, den Produzenten, den Regisseuren?
wie divers sind die denn aufgestellt? Wenn du das mal anguckst, so irgendwie, weil Interviews guckst oder bei Bildchen anschaust oder irgendwelchen Premieren, ist das erstaunlich monokulturell, was die uns da anbieten. Mir ziemlich ähnlich. Ja. Und dann kann ich dieses divers für sich in Anspruch nehmen und auf Völkerverbindung zu pochen und so ein Kram nicht mehr wirklich ernst nehmen. Ich komme mir eben so verarscht vor, dass mir sowas vorgeliefert wird und ich soll es dann schlucken und dankbar sein und mich in irgendeiner Form weitergebracht fühlen. Das war auch so ein Zitat von einem der Hobbits aus dem ersten Teil, der dann am Ende der Staffel stirbt. Und der stammt ja irgendwie aus Neuseeland von irgendeinem dieser, will ich sagen, Maori, aber halt einer dieser Stämme, die da Australien, Neuseeland herkommen. Und er meinte, ja, er wäre stolz darauf, dass er es in dieser Serie seine Kultur repräsentieren kann. Und ich dachte mir so, tust du doch gar nicht. Du bist ein Hobbit in der Fantasy-Geschichte. Keiner, der diese Serie guckt, weiß hinterher auch nur 1% mehr über seine Kultur, wo er herkommt, als Mensch, als vorher. Da wird einem so viel Bullshit auf Butterbrot geschmiert, dass es kracht. Es ist halt natürlich auch, da können wir als zwei alte weiße Männer natürlich auch ganz schlecht mitreden. Ich glaube und bin auch da fest von überzeugt, weil ich das jetzt schon mehrfach von vielen Freunden und Bekannten gehört habe, die halt People of Color sind, wie sehr sie das freut, dass Leute, die eben nicht weiß sind, da Rollen haben. Wenn so ein kleines Baby mit halt asiatischen, in dem Fall war es halt Singapur, Zügen dabei ist, dann freut sich ein Fan, der in Singapur groß geworden ist und Person of Color ist. Also das ist für mich auch völlig positiv. Und das ist eine Sache, die zum Beispiel Jens vom Roten Buch... Man hätte das doch viel, viel konsequenter machen können. Und das ja, natürlich, dass das alles Feigenblätter sind. Ist ja klar. Das ist das absolute Bare-Minimum, was einem geboten wird. Und mir persönlich, ja, mir ist das nicht divers genug. Ich hätte mir gewünscht, dass die tatsächlich Diversität einbauen, dass auch eine Rolle spielt in der Geschichte. Warum zum Beispiel die Numenora? Macht die doch immer dunkelhäutig. So Richtung, keine Ahnung, Südeuropa, Nordafrika. Die leben auf einer Insel mit viel Sonne. Lass doch mal diese Hochkultur mal halt nicht weiß sein. Es ist immer noch eine verdammte weiße Serie mit ein paar Quoten dazwischen, damit alle sagen, oh, guck mal hier, Sam ist einer dabei, schön. Und das für mich als jemand, der eher links ist, als konservativ, mir reicht das ehrlich gesagt nicht. Ich hätte mir da eigentlich deutlich mehr von gewünscht. Ich meine, ich kann es hinnehmen, von mir aus, es ist jetzt in diesem Mittelerde ist jetzt einfach Hautfarbe so wie Haarfarbe und Augenfarbe, zufällig verteilt, kein interessiert, finde ich okay. Ist ja auch eigentlich ein schöner Ansatz. Aber man muss sich nicht hinstellen als Amazon und sagen, man hat jetzt irgendwas geleistet. Das ist schon ein bisschen heuchlerisch alles. Das heimen sie halt ein, weil natürlich viele Fans das positiv vermerken oder positiv anerkennen, dass zumindest der Versuch da ist. Dass ich da auch nicht mit zufrieden bin und das überhaupt nicht ausreicht, ist eine ganz andere Geschichte. Und ich will ehrlich nicht das Fass aufmachen, was für eine, also wenn es das böse Imperium auf Deutsch, auf der Welt gibt und die 10 bösesten Firmen nennen musst, die momentan unseren Planeten zerstören oder Dinge machen, von denen die meisten Leute definitiv nicht wissen wollen, ist Amazon definitiv unter den Top 10. Also was die da Dinge an sich reißen und machen und tun und Griff sie einen großen Teil der weltweiten Wirtschaft haben, Würgegriff, ist halt absolut entsetzlich. Aber wie gesagt, so weit können wir heute Abend sowieso nicht gehen. Ich finde es gut, dass du das Thema angesprochen hast. Ich finde das super, weil das halt eine von den Sachen ist, die mir zum Beispiel bei Hör die Ringe auch im Gespräch super gefallen hat. Das hat mir auf dem Podcast-Podium in Jena super gefallen. Da konnte man definitiv kritische Stimmen äußern. Da konnte man sagen, das hat mir nicht gefallen aus dem und dem Grund. Und man hat trotzdem die Wertschätzung dafür gespürt, dass man das Gespräch gesucht hat. Das ist aber wiederum der Vorteil. Da bist du dann wieder im persönlichen Gespräch. Also da hast du halt entweder vor Ort Leute, mit denen du quatschst, wenn du auf der Bühne stehst oder sitzt oder was auch immer. Oder aber du bist in einem Channel wie bei Hör die Ringe, wo 5, 6 Leute gleichzeitig eine wilde Diskussion über die spannendsten Fragen und Aspekte der Serie und jenseits davon hat. Ich habe diese Nacht nochmal nachgelesen, weil es mich so interessiert. Eines der größten Probleme und das Amazon auch brutal missbraucht und ausgenutzt hat, war das erste Jahr in Neuseeland. Einige von euch erinnern sich daran vielleicht. Das Hobbit-Gesetz, die Hobbit-Laws. Der damalige Premierminister Neuseelands, ein Konservativer, der aus dem Hedgefonds und dem Brutalkapitalismus entstammt, wirtschaftlich und beruflich gesehen, hat, weil es so ein bisschen Diskussionen gab, die Hobbit-Filme sollten vielleicht woanders gedreht werden oder so nicht,
weil eine Gewerkschaft gesagt hat, Warner Brothers bietet unseren Schauspielern und Schauspielern Verträge an, die Sklavenverträge sind. Also die bekommen keine Beteiligung, die bekommen gar nichts, bekommen miserable Bezahlungen, die haben keine Anrechte. Also so, und die Gewerkschaft ist dagegen aufgestanden und dann war auf einmal eine Riesendiskussion in Neuseeland und dieser Premierminister hat das für sich missbraucht. Es ist Jahre später nachgewiesen worden. Er wusste, es gab eine Einigung, man hätte sich alles regeln können, aber der Premierminister hat es bewusst missbraucht, um ein Gesetz in Neuseeland erlassen zu können, mit dem bis heute die neuseeländische Filmindustrie kaputt gemacht wurde. Bei denen sind die schlecht bezahltesten Schauspielerinnen und Schauspieler. Die gesamten Studios nagen am Hungertuch, auch das wunderbare Witter Workshop und Witter Digital und wie sie alle heißen. Die sind brutal gebeutelt und die werden es davon nie wieder erholen, weil sie das Gesetz nicht loswerden. Die versuchen das seit Jahren und sie kriegen es nicht weg. Das heißt also, Amazon ist mit dem Bewusstsein dahingegangen, die großen Produktionen wie Avatar und wo man immer diese Werbung sieht, ne, oh, Neuseeland, das Land der Filme und das läuft alles so super, ist, die Neuseeländer bezahlen Millionen von Steuersubventionen und dafür kriegen sie dann so ein paar Euro dafür, dass die amerikanischen Firmen vorbeikommen und das Geld absaugen und dann gehen sie woanders hin. Das hat meiner Ansicht nach Amazon zum Beispiel bewusst gemacht, weswegen ich mit dieser Serie damals schon so meine Schwierigkeiten hatte. Auch ein anderes Thema. Wenn du einfach nur die Serie sehen willst, interessiert dich dieser ganze Scheiß nicht. Der ist aber da. Und das ist auch so ein Punkt, wenn du das zum Beispiel ins Gespräch einbringst, da ist dann sowieso alles Ende. Also, dass die Serie uneinheitlich geschrieben ist. Dass sie unterschiedliche Qualität an Szenen hat. Wir haben auch gestern, ich habe mit Max und Ramon von Tollkühn hier auch gequatscht. Du hast das Gefühl, die haben für jede Folge 10 Stunden Material aufgenommen, weil es ja alles digital, da geht ja alles viel schneller, also es wird immer mehr Material gemacht, immer mehr Material geschossen, ne, Bilder aufgenommen und dann fangen sie an zu schneiden. Und ich könnte dir in jeder Folge mindestens 10 Augenblicke zeigen, wo ich das Gefühl habe, da fehlt eine Erklärung, was hier gerade passiert. Die zwei Szenen, die aufeinander folgen, haben keinerlei Bezug zueinander. Sie verkaufen es uns. Ein Beispiel. Arondir wird in der 7. Folge oder so hier abgestochen, abgemetzelt. Du denkst dir, okay, Arondir ist tot. Nächste Folge kommt er wieder und sagt so, wey, ich bin's, Arondir, der coolste aller Elben. Was geht euch gut? Und was fehlt, ist hundertprozentig die Szene, die sie gedreht haben. Gil-galad ist da mit dem Ring und heilt ihn. So wie es Galadriel vorher schon in einer anderen Szene gemacht hat. Und dann wäre diese Szene und die Rückkehr Arondirs völlig erklärt. Gil-galad ist am Start, er hat den Ring dabei, alles ist cool, alles ergibt einen Sinn. Und ich verstehe auch endlich, wie taucht auf einmal Gil-galad in der Region auf, von dem wir nie gehört haben, dass er sich dahin bewegt mit irgendeiner Truppe von irgendwelchen Leuten. So, und aber das ist halt das Problem. Es ist uneinheitlich, es gibt auch vor allem weder Logik, noch Zeit, noch Raum. Entfernungen spielen also es gibt keine Entfernung. Es gibt keine Dauer, also es ist so, Zwerge kommen aus Khazad-dûm. Cool, alles klar, finde ich super. Sie helfen den Elben, können wir auch in der Geschichte Herr der Ringe, zweites Zeitalter verankern, alles super. Aber das ist in der Nacht zuvor und die müssten in einem Gewaltmarsch eine Strecke abreißen, die lieben Zwerge, für die sie normalerweise 6 oder 7 Tage bräuchten. Aber ist ja kein Thema. Die Serie braucht die Zwerge da, also schwupp, bling, ding, haben wir wahrscheinlich die Wehrwürmer irgendwo eingebaut, die wir aber nicht sehen, weil die auch geschnitten worden sind. Sorry. Also das ist eins von diesen Themen, das mir auch total schon lange auf den Fingern brennt, dass wir große Teile in der Community, gerade in der internationalen Community, es ist halt, deswegen bin ich nicht mehr auf Twitter im Endeffekt, weil da laufen halt nur noch gefühlte Neofaschisten durch die Gegend und erzählen nur noch Scheiße. Und kotzen halt auf die Serie, ohne aber tatsächlich irgendwelche Argumente zu haben. Sondern sie kotzen einfach, dann schreiben alle drunter, ich bin genau der Meinung. Und wenn du dann versuchst zu sagen, ja, aber eigentlich ist doch diese Figur und so ist eigentlich ganz cool, die Szene ist da ganz gut gemacht, hast du dann sofort dann irgendwie so 1000 Trolle, die dir auf deinen Account einhacken. Deswegen haben ja viele Leute Twitter-Meller auch verständlicherweise und richtigerweise, wie ich finde, verlassen. Auch so ein Nebeneffekt. Elon Musk hat definitiv dazu beigetragen, dass der Social Media, diese Online-Spaces, schlimmer geworden sind und brutal nach rechts gerückt sind. Und wie willst du dann über dein geiles Fandom, was du so schön findest, was so viel Spaß macht, wo das Wichtigste eigentlich ist, dass wir uns treffen, miteinander reden und quatschen können? Ich rede ja gerne über diese Serie. Also gerne. Auch wenn man meckern muss zwischendurch. Aber aus Meckern kommen dir immer noch ein paar geile Ideen. Also ich meine, weißt du? Oh, guck mal, die Spaghetti schmecken jetzt nicht so geil. Aber pass mal auf, ich tue mal ein bisschen Haribo dazu.
dann geht das schon. Ist doch egal, ob das jetzt einfach scheiße ist. Was war das denn jetzt? Also, wie kannst du denn Haribo und Spaghetti in einen Satz packen? Du weißt schon, wen du redest, oder? Ja, ich weiß, du bist Sizilianer und du kannst hervorragende Spaghetti, ich weiß das. Ah, Junge, was sollen wir zu diesen 8 Folgen sagen? Ich würde erstmal sagen, sie sind besser als die erste Staffel. Das glaube ich schon. Der nächste Satz wird sein, von welcher Qualität gehen wir aus? Ja. Wenn wir jetzt gerade da sind, was wir jetzt positiv herausheben möchten, können wir gerne tun. Ich finde, da, wo sie das in Medium-Serie auch tatsächlich mal nutzen, wie das halt mal gedacht war für eine Serie, klappt es dann doch wieder erstaunlich gut. Also ich finde zum Beispiel, also die beiden Stränge, die ich okay fand, sind einmal die Zwerge und einmal Annatar Celebrimbor. Das sind auch zufälligerweise genau die beiden Stränge, wo man den Figuren ein bisschen Raum zum Atmen lässt und sie auch mal zeigt, wenn sie nicht effizient den Plot vorantreiben müssen. Wir sehen Durin und Disa auf dem Markt und sie feilschen ein bisschen. Wir sehen sie dabei, wie sie am Bäumchen rumschnippeln und über ihre privaten Sorgen reden. Wir sehen sie mit ihren Kindern herumspielen. Wir sehen sie mit Elrond über alte Zeiten reden und quatschen. Und das sorgt dafür, dass man die irgendwann als Charaktere auch wahrnehmen kann, wenn man denn möchte. Selbst die Nummer also zwischen den beiden Durins. Ja, ist ein bisschen on the nose alles mit dem alten Durin und dem Konflikt zwischen ihm und dem jungen Durin. Aber ist okay. Es klappt ein bisschen. Man hat das Gefühl, da sind tatsächlich irgendwie Charaktere, die mehr sind als einfach nur ein Plot-Device, sondern die in gewisser Weise Persönlichkeit haben und für die man sich zumindest ansatzweise interessieren kann. Vater, Sohn, es wird ein bisschen Geschichte erzählt. Genau, weil sie sich die Zeit dafür nehmen. Und ähnlich ist es dann auch mit Annatar und Celebrimbor. Das habe ich ja schon nach den ersten 3 Folgen, glaube ich, gesagt. Oder dass das der Weg dahin ein bisschen albern und doof war. Wir erinnern uns an den schönen Schirm. Ja. Celebrimbor, da ist er wieder. Aber als dann erstmal Annatar in Eregion ist und mit Celebrimbor interagiert über mehrere Folgen hinweg und man sich Zeit lässt, Entwicklungen darzustellen, klappt das dann doch wieder gut. Ich finde die Szenen zwischen den beiden absolut okay. Wenn das alles auf dem Niveau gewesen wäre, hätte man sagen können, ja, ist halt nett, kann man sich anschauen. Aber alle anderen Stränge, da hast du immer nur, man muss quasi in einem Dialog muss man quasi ein Problem aufkommen lassen. Es muss ein bisschen Drama entstehen und da muss die Lösung präsentiert werden. Show don't tell. Und das wirkt einfach auf Dauer nicht. Das Tempo passt nicht, man wird nicht mitgenommen, man interessiert sich nicht für die Charaktere, weil sie keine persönlichen Züge haben. Sie haben man hat nicht einen Blick irgendwie hinter den Plot und sieht halt wirklich den Menschen oder den Elben dahinter, weil sie immer in irgendeiner Form eine Funktion erfüllen müssen in jeder Szene. Und das in einer Form, die halt komplett unsubtil ist. Ich glaube, alle andere Serien müssen auch den Plot voranbringen in der Szene. Aber Anders. Die können sich mehr Zeit lassen. Sie können auch ein bisschen das Ganze zeitlich ein bisschen strecken. Und ich glaube tatsächlich, vielleicht hätten sie mit 2 Folgen mehr pro Staffel und vielleicht weniger schnell ein bisschen mehr so die Handlung etwas reduzieren können pro Staffel und letztes vielleicht eine schöne Serie haben können, die immer noch nichts mit Tolkien zu tun hat, aber wie ist denn jetzt, glaube ich, gerade jetzt im Blog, ist es denn eine Serie, die Spaß macht für sich, wenn wir mal Tolkien ignorieren? Weil das Thema Adaption können wir auch noch gleich bequatschen. Da fällt das Urteil anders aus. Aber hätte man sich die Zeit gelassen, hätte man etwas weniger Geschichte pro Staffel erzählen wollen und hätte man das Tempo so gehabt wie bei Durin und Disa und Annatar Celebrimbor, hätten wir beide, glaube ich, wesentlich weniger zu schimpfen gehabt. Es wäre immer noch an vielen Stellen unlogisch, albern und nicht auf Kausalketten basierend gewesen und das Gefühl, dass Mittelerde aus quasi einem Straßenzug besteht, wo alle dran wohnen und man kann sich jederzeit besuchen. Wäre immer noch da gewesen, ja, und alles muss halt innerhalb von einer Woche passiert sein. Das macht die Sache nicht so wirklich episch wie eine 1000 Jahre Geschichte zwischen verschiedenen Königreichen, wo man dann halt wirklich auch mal ein halbes Jahr unterwegs ist, um sich zu besuchen mit Armeen. Aber es hätte halt was hermachen können, wenn sie den gewollt hätten. Also ich finde jetzt gerade, du hast einen praktisch im Nebensatz einen Punkt angesprochen, der mich jetzt seit schon Wochen wirklich umtreibt. Und das ist das Gefühl, du hast eine Serie, die über 8 Stunden Zeit hat.
das hört sich jetzt erstmal unheimlich viel an. Aber was auch schon im Channel ja zwischendurch erwähnt wurde, das kann man auch sehr schön sehen bei diesen Daten, die der James Tauber von einem Digital Tolkien-Projekt zur Verfügung stellt. Das macht Tobias ja, glaube ich, auch von der DTG vergleichbarer Form. Da könnt ihr mal reingucken. Du kannst sehen, wie viele Wechsel zwischen den Regionen und den Figuren man irgendwie hat. Und tatsächlich sind die Figuren, mit denen ich mich am ehesten identifiziere oder die mir am ehesten Spaß machen, sind tatsächlich die einzigen, die wirklich Zeit bekommen. Und das sind effektiv nur Celebrimbor Annatar in der zweiten Staffel. Zwischendurch bekommen Disa und Durin halt noch mal ein bisschen Platz. Also dann noch dazu der Vater und der Sohn, also Durin und Durin, sodass die Zwergen praktisch einen Block bekommen. Und die sind natürlich auch ein Pärchen. Das müssen wir auch noch mal, das ist mir auch klar geworden in den letzten Wochen. Es ist das einzige Liebes- und Ehepaar, wo du auch so ein bisschen dann diesen persönlichen, auch emotionalen Bezug dazu aufbauen kannst. Und dann wird es auch schon heimlich dünn, weil bei allen anderen habe ich immer das Gefühl, und das habe ich an anderer Stelle, glaube ich, auch mal gesagt, das Tempo muss so angezogen sein, es muss so vorangetrieben werden, es muss auf so viele Punkte auf einer Checkliste abgearbeitet werden, dass es sich anfühlt wie so eine schlecht gelaunte Grinding-NPC-Quest bei Warcraft. Du fängst an, du haust deine ersten drei Orks um, die ersten drei Orks haben eine Karte von Eregion, du bist Arondir, deine nächste Aufgabe ist, komm nach Eregion, damit du da hinkommen kannst. Wenn du dort bist, musst du das und das tun. Also das ist ein Abhaken von Dingen, die erledigt werden müssen, die sich für mich emotional gar nicht in irgendeiner Geschichte irgendwie einbetten lassen. Sondern es ist so, das muss jetzt passieren, deswegen passiert es. Aber ohne, dass ich denke, ja, aber warum, also, weißt du, da kommt Kemen, kommt aus Numenor, lass mir mal, dass das eine wochenlange Reise ist mit einem Schiff, irgendwie in Pelagi an und sagt so, ja, hier ist hier eine Festung, la, subbel, subbel. Und hier, ist mal das Theo. Theo, hast du gehört, der Name, der ist wichtig, der Mann. Und der auch so, ja, nee, dein Vater ist ein Verräter, ja, jetzt du darfst. Und Isildur, der endlich die Liebe seines Lebens gefunden hat, der nach Liebe gesucht hat, der nach Emotionen, um etwas zu tun, was sinnvoll ist, und der in Mittelerde merkt, da ist seine Zukunft, und dann fährt er weg. Lässt die Frau stehen, lässt Mittelerde stehen und verpisst sich. Und der gesamte Motivationsaufbau für die Figur Isildur, die uns natürlich drittes Zeitalter, Herr der Ringe, Gondor, Minas Tirith, diese ganzen komischen, unbedeutenden Dinge, die irgendeinen Sinn ergeben müssen, werden mit einem Flop aufgelöst. Und Isildur ist weg. Und Estrid so, ja, dann bleibe ich lieber bei meinem Homie, den ich ja gar nicht liebe, aber habe ich wenigstens ein Haus. Weißt du, das ist so. Wer weiß, vielleicht springt der mitten während der Fahrt auch wieder das Wasser und schwimmt zurück. Das ist ja möglich. Zum jährlichen Galadriel-Marathon-Schwimmen zwischen, ja, okay, alles klar. Es ist, ich bewundere es und ich kann es nur beobachten. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich bin hier einer von den alten Säcken, der schon ein bisschen länger dabei ist. Wir haben die Filme damals in den Kinos gesehen. Wir haben auch 6 Thranduils hinter uns gehabt im IMAX in Berlin während der Hobbit-Filme. Und ich habe Seppel selten so schlecht gelaunt gesehen wie an diesem Hobbit-Abend. Und die Thranduils haben sich alle beschwert. Junge, hör doch mal auf, so eine Scheiße jetzt. Ich so, er hat doch recht, der Film ist kacke. Ist egal, Thranduil ist trotzdem ein Gott, Lee Pace ist ein Gott. Das Thema haben wir schon durchgearbeitet. Ist ja auch geil. Aber der Punkt ist doch der, dass wir natürlich mittlerweile nach 20 Jahren, und da bin ich so dankbar für, der kleine Marcel, der nicht wusste, dass außer ihm noch jemand anders Fantasy mag und dafür dumm gedisst wurde in der Schule und dumm gebullied, kann heute sagen, geil, ich kann mir so viele Filme angucken, ich kann auf Conventions gehen, ich kann Sachen organisieren. Das ist so geil, das ist so cool. Aber wir haben mittlerweile auch Ansprüche entwickelt. Wir haben 20 Jahre lang Fantasy-Filme, Serien, Bücher, Veranstaltungen. Wir haben so viel geilen Scheiß gesehen. Und dann kommt Amazon und sagt, jo, wir hauen eine Milliarde auf den Tisch. Wir bringen euch das Beste, was es gibt. Und es wird euch umhauen und es wird geil werden. Und da muss ich sagen, das kannst du bei bestem Willen nirgendwo wirklich irgendwie behaupten. Dass das Geilste ist. Bei den Ressourcen, bei den Möglichkeiten. Das ist tatsächlich, was ich überhaupt nicht verstehe, woher diese Anspruchslosigkeit gegenüber Rings of Power herkommt. Als müssten wir dankbar sein, endlich mal einen Elben auf dem Bildschirm zu sehen. Wir haben die letzten Jahre, ein, zwei Jahrzehnte, richtig viel Fantasy zu sehen bekommen. Manches davon schlecht, aber auch vieles richtig, richtig gut. Und ich muss das jetzt nicht mehr schlucken und sagen, Hauptsache, da fliegt man Feuerball durch die Gegend. Ich meine, ich bin jetzt kein großer Fan von House of Dragon,
Aber was das in Sachen Produktionsdesign, Visual Effects, Special Effects, Kostümierung, Kameraarbeit, lässt das Rings of Power also so dermaßen im Regen stehen. Als würde da quasi ein Elb einen schlecht gebauten Schirm über Rings of Power halten. So sehr werden die voll geregnet von House of the Dragon. Das ist wirklich erstaunlich und die haben nicht so viel mehr Kohle als Rings of Power. No. Das ist einfach handwerkliches Vermögen der beteiligten Personen. Ja, und da bist du bei einem ganz großen Brocken, wo ich halt mittlerweile fest von überzeugt bin, dass diese beiden Showrunner, die im Endeffekt das ganze Thema, die ganze Arbeitsweise, das ganze Projekt zusammenhalten und vorgeben müssen, die beiden waren absolute Neulinge. Die haben noch nicht mal eine kleine Produktion geleitet, noch nicht mal eine mittelgroße Produktion geleitet. Das Einzige, was sie für sich in Hollywood-Umgebung hatten, war, sie sind Kumpel von J.J. Abrams und haben eben den Star Trek 4-Film damals, also den vierten neu gemachten Star Trek-Film, der hätte kommen sollen, haben sie im Drehbuch geschrieben und das wurde nicht verfilmt. Also die hatten tatsächlich, abgesehen davon, dass sie natürlich viel geschrieben haben und natürlich Drehbücher gemacht haben und gearbeitet haben, wie alle anderen Leute, die irgendwann mal im Showbusiness erfolgreich sein wollen, hatten sie nichts auf der langen Latte an Erlebnissen, Erfolgen, Awards oder irgendwas vorzuweisen. Und die waren meiner Ansicht nach völlig überfordert. Und der Hintergrund dazu ist wahrscheinlich, dass so jemand wie Jeff Bezos jemanden haben wollte, den er unter Umständen durch die Gegend schieben oder austauschen oder denen klar sagen sollte, was er sich da irgendwie wünschte oder vorstellte. Deswegen haben die keine erfolgreichen, langjährigen, gestandenen Produzentinnen und Produzenten gesucht, sondern diese beiden Herren, die begeisterte Tolkien-Fans sind, davon bin ich überzeugt. Ich nicht. Aber das übersetzt sich noch nicht in, ich kann eine Produktion dieser großen Ordnung mit einer klaren künstlerischen Linie versehen. Die Showrunner's Bible, dieses Buch, was vorher geschrieben wird, was allen Leuten in die Hand gedrückt wird, die da an einem Projekt arbeiten, so soll es aussehen. Das möchte ich gerne sehen. Ich möchte diese 100 oder 200 Seiten sehen, wo die beiden geschrieben haben, was sie sich für diese Serie vorstellen. Und ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass das nicht zusammengehackter Blödsinn ist. Weil das ist das Gefühl, das ich habe. Die künstlerischen Leistungen der Leute, also was die Schauspieler wie Charles Edwards und Jodie Vickers als Celebrimbor und Undertale liefern. Ich liebe Sofia Nomfetti, das wisst ihr. Ich liebe Lisa. Ich finde auch Arondir einfach völlig geil, weil der Mann ganz offensichtlich sein Leben lang davon geträumt hat, mal so ein Elb spielen zu können. Und der knallt ihn halt auch meiner Ansicht nach richtig geil raus. Vor allem im Vergleich zu den anderen halbseidenen, schlecht gelaunten Vulkaniern, die da rumrennen und keine echten Elben. Aber die müssen ja mit dem arbeiten, was ihnen gesagt wird. Die müssen mit dem Drehbuch arbeiten. Und wenn die nächsten, also diese Staffel waren nur Frauen, Regisseurin, was zu einer einheitlichen Linie geführt hat, das kann man erkennen. Das haben sich natürlich wieder als Bonuspunkt aufgeschrieben. Ha, guck mal, wir haben nur Frauen als Regisseurin. Und jetzt erfahren wir zur dritten Staffel, dass von den Drehbuchautorinnen und Autoren, die jetzt in der dritten Staffel schreiben, keiner bisher am Projekt gearbeitet hat. Und dann denkst du dir so, ich glaube, eine oder zwei vielleicht oder entfernt oder keine Ahnung, aber das neue Writers Room, den sie da zusammengesucht haben, hat mit bisherigen Serie nichts am Hut. Und dann sitze ich da und denke mir so, habt ihr schon mal was von Kontinuität gehört? Dass man in der gemeinsamen Arbeit, wenn man jeden Tag zur Arbeit geht und da sitzen dieselben Kolleginnen und Kollegen und man weiß, was man tut und dann arbeitet man zusammen und man redet drüber und dann wird man mit der Zeit besser, dass das seinen Sinn hat? Oder sehe ich das völlig falsch? Wenn ich jetzt sehr schlecht gelaunt wäre, würde ich sagen, Gott sei Dank machen das Leute, die haben nichts zu tun hatten, weil die es gemacht haben, haben eigentlich keine zweite Chance verdient und auch keine dritte. Aber natürlich macht es im Rahmen der Kontinuität und der inneren Logik dieser Serie wahrscheinlich wenig Sinn, regelmäßig das Schreiberteam neu aufzustellen. Aber das ist ja wieder ein Problem der Serie, dass es so eine innere Konsistenz, eine innere Logik und eine Kausalität der Geschehnisse eigentlich gar nicht gibt. Für mich ist das Absurdeste eigentlich, dass alle sich auf den Kampf gegen Sauron verschworen haben seit zwei Staffeln. Mhm. Wir aber gesehen haben, jetzt in den ersten Teil der zweiten Staffel, dass Sauron gar keine Rolle spielt in Mittelerde für mehrere tausend Jahre, wenn man das Wachstum der Stalaktiten analysiert. Ja? Er soll ja für anderthalb, 2000 Jahre einfach weg sein. Dann kommt er zurück als Halbrand, macht halt nichts. Er hat keine Armee, er hat keine Festung, er hat keine Machtbasis.
Aber wir haben halt schon mal einen Tom Bombadil, der als Dumbledore auf Wish bestellt fungiert. Wir haben einen Dark Wizard, der wirklich Dark Wizard heißt. Das ist so dermaßen 13 Jahre, wir machen eine schwarze Auge-Kampagne-Niveau, dass ich es. Oder dass das heutzutage bei bezahlten Drehbuchschreibern durchgelassen wird, finde ich absolut erstaunlich. Und wir haben den Meteormann, der darüber geschickt wird. Und alle erzählen sich, wie wichtig es ist, gegen Sauron vorzugehen, aber Sauron dürfte eigentlich gar nicht bekannt sein bei irgendwem, außer bei Galadriel, weil die halt vor 2000 Jahren sich in den Kopf gesetzt hat, ihn umzubringen. Gil-galad nimmt Sauron nicht ernst, denn er glaubt gar nicht, dass es ihn gibt. Das ist der Stand in Staffel 1. Aber die Valar schießen eine Stark nach dem anderen nach Mittelerde, um gegen Sauron ins Feld zu ziehen. Und alle haben Sauron als großen Gegner vor Augen. Und es macht einfach in dieser Geschichte überhaupt keinen Sinn. Es ist halt zum Beispiel auch so, das finde ich absolut faszinierend, das hat mich jemand irgendwann darauf hingewiesen vor ein paar Folgen. Es ist ja tatsächlich so, dass in dieser Serie jeder praktisch alles weiß. Und du fragst dich die ganze Zeit, woher wissen sie das? Du hast diese wunderbare Szene, es gibt natürlich wie immer auch aus Eregion einen Geheimtunnel, aus dem die Flüchtlinge, die wenigen Überlebenden, da rauskommen, aber die Orks wissen davon. Jetzt kann man sagen, okay, vielleicht hat Sauron da was verraten oder keine Ahnung, oder Anatar ist super schlau. Also ich meine, Adar ist super schlau, hat das ein bisschen ausgekundschaftet, kann ich auch alles erklären. Und dann sagt Galadriel zu dem total dritt- und viertklassigen Ork, dieser Schauspieler, der nur einmal vorgekommen ist in der gesamten Serie wahrscheinlich dann, der sagt so, ich habe hier neun Gründe. Und der Ork so, oh cool, ich weiß alles Bescheid. Ich weiß klar, jeder weiß von den neuen Ringen. Niemand weiß von den neuen Ringen außer Celebrimbor und Anatar. Galadriel weiß es nicht, Elrond weiß es nicht, niemand weiß es. Aber der Hampel, der da so, ja, ich habe hier so, na, guck mal hier, ich habe so ein Säckchen. Da ist die Macht drin. Und er so, ja cool, bringen wir dich mal. Anstelle, dass, wie es ein vernünftiger Ork machen würde, erstmal alle abschlachtet und dann die Sachen durchwühlt und ihn dann mitnimmt. Weißt du? Und ich denke mir so, die Informations- und Wissensvermittlung ist entweder im Schnitt verloren gegangen, weil alle Szenen, die Dinge erklären, sind weg. Oder es ist halt wirklich dieser kulturelle Unterschied, denn dass ein US-amerikanisches Publikum völlig zufrieden damit ist, totale Banane präsentiert zu bekommen. Es ist halt auffällig, dass... Das glaube ich einfach nicht. Das sagen alle Drehbuchschreiber von irgendwelchen Adaptionen oder generell von Serien, dass man das ja den Leuten begreiflich machen muss. Und dann gibt es eine Serie wie Game of Thrones, die in Staffel 1 dir 20 Charaktere hinstellt, 5 Handlungsstränge, und alle sagen, geilste Serie ever. Die hat Geschichte geschrieben. Die hat eine kulturelle Relevanz, die Rings of Power nie erreichen wird. Komplex und anspruchsvoll. Das heißt, das Publikum hat so oft gezeigt, dass es nicht so dumm ist, wie Drehbuchschreiber gerne tun. Ja. Und trotzdem machen sie es jedes Mal aufs Neue. Jedes Mal aufs Neue. Der Charakter muss raus, das verstehen Leute nicht, das müssen wir das machen, das verstehen Leute nicht und so weiter und so fort. Bullshit. Die Leute, die wirklich zu blöd sind, die schauen sich GZSZ an oder DSDS oder Schlag den Raben, den ganzen Bullshit. Diejenigen sagen, ich habe jetzt Bock auf eine Literaturverfilmung. Haben die Aufmerksamkeit, um zu sagen, ey, das sind zwei verschiedene Charaktere, ich glaube, es kriege ich hin in meinem Kopf. Und das ist halt dieses Neue, was ich halt gerne so sage, aber das ist natürlich auch so ein bisschen nostalgisch, melancholisch, alter Mann, keine Ahnung. Es gibt so eine gewisse Beliebigkeit, gerade bei großen Produktionen, was gewisse Figuren oder Szenen oder einfach Logik irgendwie angeht. Also wir haben Myrdania, diese großartige Schmiedin, die zuerst mit Celebrimbor unheimlich stark interagiert und dann später mit Anatar. Die ist jetzt weg. Valandil, dieser eine coole Typ, der irgendwie mal Isildur aufs Maul haut, weil ich bin dein Bro, du hast dich dumm verhalten, da musst du eine für kriegen, ist okay, alles klar. Den haben sie aufgebaut, den hast du gesehen, da wusstest du, der kämpft gegen Galadriel, was auch immer. Und was ist? Bub, umgebracht, go. Aber so völlig, völlig unmotiviert und ohne irgendwie was zu machen, außer natürlich zu schaffen, dass Kaemon, der Joffrey von Rings of Power geworden ist. Also das muss ich sagen, ist schon eine Leistung, die ist wirklich hervorragend. Aber es sind so viele Szenen und Figuren, die für mich gefühlt völlig beliebig sind, die aber nur halt sie haben eine Aufgabe, sie müssen eine Information vermitteln oder sie müssen Entscheidungen erklären oder sie müssen eine Person oder Armee von A nach B bringen. Dann sind sie da und dann sind sie weg. Und ich kann dieser Serie so, die ist ja nicht überkomplex. Ich habe zum Beispiel hier gerade vor mir die Darstellung von Rings of Power, den Daten, von der 7. Folge in dieser 2. Staffel. Das ist ja die erste Schlachtszene.
Und wenn du da reinguckst, da siehst du, es spielt nur in der Region und Khazad-Dûm. Das sind zwei Regionen. Wir kennen alle Figuren. Da ist nichts Spannendes dran. Und sie verkaufen jetzt dir auf einmal, wow, wir haben eine Schlachtmann. Ist das nicht eine geile Folge? Wir machen sogar zwei Folgen draus. Zwei Folgen Schlachtmann. Als ob das so, als ob das, die Ultima Ratio wäre, dass eine geile Serie Schlachten haben muss. What the hell? Ich habe in Gilmore Girls nie Schlachten gesehen. Trotzdem haben die Leute es geguckt. Ich weiß, ist jetzt, der hinkt der Vergleich an vielen Stellen, aber trotzdem, also dieses, bei Fantasy müssen gewisse Dinge passieren, weil das so passieren muss. Und das ist Schwachsinn. Dinge passieren nur dann, wenn sie logisch nachvollziehbar, emotional unterfüttert und mit den richtigen Entscheidungen, die man als Mensch irgendwie halbwegs erwarten würde, außer man ist halt irgendwie ein Psychopath und es ist eine True-Crime-Serie, dann ist das eine andere Geschichte. Grüße an Susi. Dann ist es halt was anderes. Aber wir reden hier von einer Serie, die eigentlich, das hat Tolkien sogar in wissenschaftlichen Artikeln erklärt, eine fantastische Welt muss denselben Regeln intern folgen, wie es auch unsere reale Welt hat. Sonst ergibt sie keinen Sinn. Dann ist sie beliebig und Blödsinn. Wir müssen glauben, in einer Welt, in der es eine grüne Sonne gibt, dass es einen Grund dafür gibt, dass die Sonne grün ist. Und wenn der ausreichend erklärt ist, lese ich das als Leser und sage, cool, alles klar, was passiert noch so? Aber wenn du sagst, so, ja, heute ist die Sonne mal grün, dann frage ich mich, warum? Wieso? Und das ist das Gefühl, das ich auch immer noch in der zweiten Staffel habe, bei Rings of Power. In so vielen Szenen. Why does it hurt so much? Tauriel-Zitat. Why does it hurt so much? Das ist ja auch, das habe ich, glaube ich, auch angesprochen. Ich weiß nicht, ob es in unserer Review war oder mit Hör die Ringe. Sie könnten sich ja bei vielen Sachen einfach an der Historie ein Beispiel nehmen. Ja, du musst dir halt keine neuen Kriegsmaschinen ausdenken. Nimm einfach die, die es schon gab im Mittelalter und du bist bedient. Und dann kannst du auch eine Belagerung beschreiben und verfilmen, die vernünftig aussieht und den Zuschauer nicht verwirrt und ratlos zurücklässt, was er da gerade gesehen hat. Ja, also wie sie diesen Fluss zum Erliegen bringen, indem sie mit Katapulten 600 Meter hochschießen, um dann zielgenau die Bergflanke zum Einsturz zu bringen, von einem Berg, der übrigens in Staffel 1 nicht zu sehen war, auf den Landschaftsaufnahmen, der war jetzt in Staffel 2, kam der neu dazu. Ja. Und dann haben sie diese Maschine, diesen Ravager gebaut, der die Mauer zum Einsturz bringen soll. Und du guckst ja und denkst so, nichts davon ergibt Sinn. Das ist völlig überkompliziert. Das ist wie kaum eine Conker. Du musst diese eine Fabrik bauen, damit du den Ravager bauen kannst. Der Ravager kann die nächste Variante vom Gebäude kaputt machen und dann spielst du weiter. Mach es doch einfach, wie man weiß, wie Belagerungen funktionieren. Also allein, dass dieser Fluss instant weg ist, bloß weil da ein paar Steine reinfallen, und dieser Morast sofort trocken ist und so weiter, whatever. Ja. Aber dann hast du ja das Szenario, dass du einfach eine normale Belagerung sein könntest und du denkst dir irgendwelche Quatschmaschinen aus und die Elben schießen irgendwelche Feuerwerkskörper an, die dann explodieren und Feuer machen. Das hat aber keinen Effekt auf dem Boden. Und während der Schlacht hast du mal hier eine Explosion und da geht ein Feuer hoch und dann schießt diese eine Elbin mit dem Bogen und dem Pfeil auf ein Behältnis, was dann explodiert. Keiner weiß warum, was jetzt wichtig war und so. Und ich verstehe das einfach nicht. Nimm dir doch einfach Beispiele, wo es funktioniert hat und versuch nicht irgendein Bullshit hier auszudenken, der einfach nur bekloppt wirkt. Du musst nicht diesen Fluss stauen und allen Menschen mit einem Mindestmaß an physikalischer Grundbildung damit halt aus dem Wohnzimmer treiben. Lass dir doch einfach von der Seite angreifen, wo kein Fluss ist. Das kriegen die nicht. Die haben scheinbar eine dermaßen schlechte Allgemeinbildung, dass ihnen nicht auffällt, was für ein Nonsens die von sich geben. Nein, aber das ist ja wiederum. Ein Lieblingsbeispiel ist der Aquädukt nach Pelagia. Pelagia liegt am Anduin. Das ist eine Frischwasserquelle. Du baust kein Aquädukt an eine Stadt, die am Fluss liegt. Das ist ja, also der Punkt ist doch der, dass ich, also es gibt tatsächlich den einen oder anderen, den ich da wirklich sehr respektiere, was die Meinung zur Serie angeht. Und da gibt es halt zum Beispiel einfach, gab es mal den Hinweis, bei Amazon ist alles wirklich einfach. Das heißt, wenn die da irgendeine Szene brauchen, wo zwei Bros sich mit einem Frischwasser oder mit der Geliebten oder was auch immer da irgendwie trennen und da gibt es keinen Brunnen, dann brauchen sie ein Aquädukt. Also bauen wir eine Aquädukt rein, weil es gibt ja auch Aquädukte in Fantasy-Welten. Und wir bauen einfach eins. Ist scheißegal, wir haben eine Lösung fürs Problem, alles ist gut, wird so gemacht. Das folgt keiner Regel, weil ich halt wirklich an diese
Beliebigkeitsgrundlage oder dieses Beliebigkeitsprinzip bei Leuten, die mittlerweile Fantasy-Serien drehen, an mancher Stelle zumindest, die glauben bloß, weil irgendwo ein Drache da drin vorkommt oder irgendwelche Monster oder Orks, dass sie einfach alles machen können und zwar nach Belieben. Und dann ist es auch völlig egal, ob das Sinn ergibt oder nicht. Also ein Beispiel, gerade die Szene, die du erwähnt hast, ist, die bauen diesen super mega Hardcore-Troll, der angeblich sogar Drachen getötet haben soll, der einen eigenen Namen hat, Damrod, so geil auf. Der kommt um die Ecke, hat so einen Ork-Kopf und dann sagt, wo Sauron? Und ich so, alter geil. Bear McCreary, der Komponist, der den Fleißigkeits-Award definitiv gewinnen muss, weil er für jede Folge letztes Jahr in der Staffel ein eigenes Album geschrieben hat, weil ich kann's und deswegen mache ich's, schreibt ihm mit einem bekannten Metal-Sänger und einem Gitarristen oder so den fetten Metal-Song, der eigentlich auch richtig gut kracht. Also wenn du ein bisschen Metal und so, ist okay. Kann man sich anhören, auch super. Der Typ hat also eine neue Figur, hat einen eigenen Namen, wo sie sich einen Gedanken zu gemacht haben. Der kriegt einen fetten Soundtrack. Und dann taucht er einmal in der Schlacht auf, rammt das Ding einmal in die Wand und wird abgeschlachtet. Ja, das dauert gefühlt 90 Sekunden. Und dafür die Zeit aufzuwenden, in denen sie vielleicht hätten Zusammenhänge, Kontexte, Emotionen, alles hätten zusammen erklären und zusammenbringen können, haben sie gesagt, hey, wir brauchen einen geilen Troll, Mann. Der muss so geil sein, wir brauchen einen Troll. Weil in der Schlacht in Moria und in Minas Tirith und sonst, da sind ja auch immer Trolle, oder? Bei Tolkien. Und ich so, ernsthaft? Ja, eins der Beispiele, dass das Gefühl ist, der weiß die linke Hand nicht, was die rechte tut. Irgendwer hat eine tolle Idee, lass mal diesen geilen Troll machen und nächste sagt so, was soll ich mit dem Troll? Komm, weg mit dem. Das, im Englischen sagt man disjointed mess. Ich weiß nicht, ob es da im Deutschen schöne Übersetzung zu gibt. Ja, aber es wirkt einfach wie Stückwerk wie an vielen Stellen. Und es geht deswegen auch nie wirklich in die Tiefe, weil für Tiefe musst du ja Zusammenhänge haben und Entwicklungen. Und die gibt es da halt größtenteils nicht. Ich meine, in der letzten Folge erwähnt dieser, dass Durins Bruder wahrscheinlich Trouble machen. Wo kommt der her? Und wo kommt der her? Wo kommt der denn jetzt her? Ja. Zwei Staffeln und ob suddenly Instant Bruder. Was hat zugefügt? Fertig. Das ist einfach kein gutes Drehbuch. Aber ich glaube, das haben wir jetzt, glaube ich, zu Genüge besprochen. Genau. Das haben wir ja. Die Probleme, die die Serie einfach als Serie hat, unabhängig vom Bezug zu Tolkien, dass da wenig zusammenpasst und dass das, was sie vermitteln möchten, nicht vermittelt bekommen. Ja, auch diese Szene erwähnt mit der einen Elbin, die dann da mit den Pfeilen im Bauch und es soll ein Boromir-Moment sein, das ist völlig offensichtlich. Aber Boromir hast du zu dem Zeitpunkt im Film mal schon eine Stunde gesehen. Er hat mit den Hobbits rumgetollt, man hat erfahren, wo er herkommt, was ihn umtreibt. Er ist praktisch schon gefallen, als er den Ring klauen wollte. Er hat dann erkannt, er hat seinen Redemption-Arc mitbekommen. Das geht dir dann als Zuschauer nahe. Eine Elbe, die einfach auftaucht, 10 Sekunden vorher, hat das eben nicht. Ja, das hat jetzt nichts mit mangelnder Empathie von mir zu tun. Ich glaube, es gibt vielen Leuten so, dass sie sich gedacht haben, wer ist das und warum interessiert mich das nicht? Es ist halt definitiv so, und da bin ich mir relativ sicher, dass jetzt so viele Leute diese Serie mögen. Das ist wahrscheinlich vergleichbar, wie es auch mit unserem Alter und anderen Leuten entsprechend mal war. Setzen viele Leute jung. Jungen, die zum ersten Mal auf einem Bildschirm eine neue Tolkien-Geschichte erleben. Das heißt, es ist eine Generationenfrage im Endeffekt. Und du bist einfach glücklich und zufrieden, endlich wieder neue Tolkien-Geschichten zu sehen, die dann auch dieses Ausmaß und diese Sachen halt haben. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch immer vollstes Verständnis dafür, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ah, ich finde die Serie so geil und finde es so großartig. Da werde ich zu keinem Zeitpunkt irgendwie hingehen und sagen, ja, die stinkt doch, ist scheiße und ist dumm und unlogisch. Sondern ich freue mich für jeden Fan, der begeistert ist, irgendwann vielleicht dann auch mal zu Tolkien und zu den Büchern kommt. Und das ist halt definitiv der Knackpunkt. Das ist aber jetzt auch nicht unser Ziel heute, weil wir sind ja nicht hier zu erklären, warum jetzt gerade eine neue Generation herankommt. Da kann man nur hoffen, dass immer wieder neue Leute zum Fandom dazukommen, die dann irgendwann auch zu den Büchern kommen und zu vielen anderen tollen Dingen, die es ja gibt rund um Tolkien. Aber es ist halt für Leute, die ein bisschen älter sind und schon andere Adaptionen gesehen haben und die vor allem andere großartige Geschichten, egal in welchem Medium gesehen, erlebt oder mitgestaltet haben sogar, ist es halt ein Wunder. Und das ist das, was du auch gerade im Nebensatz so schön erwähnt hast. Ich glaube, es ist dieses Problem, dass diese Produktion so groß ist und so viel Geld bekommt. Und ich glaube, bei irgendeinem Marvel-Film waren irgendwann hinterher mal, das war so einer von diesen Dingen, wo alle sagten, jetzt geht's gar nicht mehr, da waren 29 Firmen, die digitalen Effekte gemacht haben.
Und dann kann dir natürlich nur klar sein, dass diese Geschichte, die dir erzählt wird, da kann keine Einheitlichkeit in der Erzählung funktionieren, weil die alle nicht miteinander arbeiten. Die mögen vielleicht in der Cloud so einen gesamten Speicher oder sowas haben, aber wenn unterschiedliche Firmen an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlichen Hintergründen arbeiten oder die Hand, eine Hand nicht weiß, was die andere macht, dann kann daraus kein gesamtes zusammen, wirklich, es ist ja ein Stück Metall, wenn es in der Rohform ist und bearbeitet wird, irgendwann kommt da mal was bei raus. Aber wenn 8 verschiedene Leute mit verschiedenen Hämmern auf das Stück Gold klatschen, das noch an verschiedenen Stellen mal irgendwie ist, ich denke nur an diese wunderbare Hobbit-Szene mit diesem goldenen Riesenzwerg da, wo Smaug dann von ihm gebadet wurde, das geht halt einfach nicht. Du brauchst einen Überblick, du brauchst eine Leitung, du brauchst eine Vision. Und ich glaube einfach, das Ding ist zu groß. Die Leute, die das managen, haben nicht die Erfahrung, die können das nicht. Und die haben keine Vision. Die haben ein Drehbuch geschrieben, das sie verkauft haben an Amazon. Die haben gesagt, wir machen das, ist uns egal, wie es aussieht. Und dann macht schon mal. Und jetzt haben wir das, ist das Ergebnis. Und nach der zweiten Staffel, die für mich ein Hauch besser ist als die erste, vor allem, weil die Schauspielerin Leistung auch mehr Zeit gegeben wurde, vor allem bei Celebrimbor und Annatar, fühlt sie sich auch besser an für mich. Aber das ist immer noch ganz, ganz weit davon, also für mich ganz weit weg davon entfernt zu sagen, das ist eine gute Serie. Nicht mal ansatzweise. Ich glaube auch nicht wirklich dran, dass irgendeine Generation von Tolkien-Fans aufgrund dieser Serie heranwächst. Also das kann ich mir im besten Willen nicht vorstellen. Dafür können die zu viele andere Sachen gucken, wenn sie Fantasy-affin sind, die sie mehr beeindruckt. Meine persönliche Meinung. Wir können ja mal in 20 Jahren eine Umfrage starten und gucken, wer woher. Wenn wir dann machen. Ja. Ich denke mal, so zum Abschluss sollten wir vielleicht auch mal darüber reden, wie das Ganze als Tolkien-Adaption funktioniert. Oh Gott. Brauchen wir gar nicht drüber reden, es ist keine Adaption. Es ist keine Adaption. Richtig, wovon? Ja. Man könnte jetzt einmal drüber reden, was soll eine Adaption bieten? Also was verstehe ich unter einer Adaption? Ja. Warum schaue ich mir Adaptionen an? Und für mich sollte eine Adaption, ich gucke mir eine Adaption an, weil ich Bock habe, Geschichten, die mir geschrieben sehr gut gefallen haben, auf der Leinwand zu sehen. Das beinhaltet natürlich sowohl den Plot an sich, aber auch die Charaktere. Ich würde gerne die Bilder, die ich im Kopf habe, zu Landschaften, Szenen, Szenarien, Festungen, Raumschiffen, Stationen, wie auch immer. Würde einfach gerne sehen, wie sieht das aus, visuell, in Bewegung, mit Lichteffekten und so weiter. Aber ich möchte das umgesetzt sehen, was mir an der Geschichte gefallen hat. Weil sonst könnte ich einfach irgendwas gucken, was nicht eine Vorlage irgendwo anders her hat. Und an der Front scheitert. Ich will gar nicht scheitern sagen, weil es ja oft gar nicht der Anspruch ist. Es ist ja nicht so, dass sie es versuchen. Ich habe eher das Gefühl, dass sie ähnlich wie Bormann Tolkiens Geschichte relativ doof und belanglos finden und der Meinung sind, sie müssen es in irgendeiner Form besser und anders machen, damit es funktioniert. Ja. Und was da am Ende bei rumkommt, also Tolkien wird ja immer vorgeworfen, irgendeine belanglose Fantasy-Geschichte zu sein. Ja, irgendein Geschichtchen ohne Bewandtnis und irgendwelchen Fantasy-Klischees folgend, die etabliert wurden irgendwann. Und ich meine, wir haben, glaube ich, schon festgestellt in den letzten 2-3 Jahren in unserem Podcast, dass Tolkien weit darüber hinausgeht, einfach nur Fantasy zu sein. Der Mann hatte was zu sagen, der Mann hat was erlebt, er hat da sicher noch irgendwas ein bisschen mit verarbeitet. Und er hatte einen gewisse Werte vor Augen, eine eigene Moral, eine Sicht auf die Welt und die spiegelt sich in seinem Werk wieder. Und das ist das, glaube ich, was die meisten langfristig an Tolkien fasziniert. Das Gefühl, dass da jemand geschrieben worden, der ein gewisses Grundverständnis dafür hat, wie die Welt sein sollte und man findet da was von sich drin wieder. In den Charakteren, in der allgemeinen Geschichte. Und Rings of Power erzählt eine dermaßen klischeebeladene 0815 Fantasy-Geschichte, die all die Vorwürfe erfüllt, die Leute, die keine Ahnung haben, Tolkien vorwerfen. Und das ist ein bisschen tragisch. Also ich würde gerne nochmal bei dem Thema Adaption kurz eingreifen. Also meine Definition, und die ist wirklich sehr, sehr krude, aber für mich ist eine Adaption ist die Übertragung eines publizierten Werks, egal in welchem Medium, in ein anderes. Das heißt, das kann ein Buch sein zu einem Film, das kann ein Comic zu einer Serie sein, das kann ein Gemälde in ein Hörspiel, es ist völlig egal. Aber es gibt ein publiziertes Werk, auf das du dich beziehst. Übrigens so ein Michael Crichton, der
nicht nur Jurassic Park, sondern auch ein Buch geschrieben hat, weil er eine Wette verloren hatte, weil er meinte, Beowulf ist so lame, ich schreibe dir ein besseres Buch. Daraus haben wir den großartigen Funny-Film Der 13. Krieg gekriegt mit Antonio Banderas, glaube ich. Der ist auch wirklich lustig und großartig, aber Beowulf ist trotzdem geiler als Michael Crichton. Da kann er sich irgendwie auch umdrehen, wie er will. Jurassic Park, das war nice. Ist aber eine andere Geschichte. Aber das mit der Überheblichkeit, glaube ich, auch, das sehe ich nämlich auch bei Jackson Boyens und hier, also Philippa Boyens und der dritten Dame, die ich jetzt gerade natürlich peinlicherweise den Namen vergesse. Ben Walsh. Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass die auch überheblich in dem Sinne waren, dass sie der Meinung sind, sie könnten besser Drehbücher schreiben als Tolkien-Bücher. Das ist, also da könnten wir auch mal eine ganze Folge drüber machen, aber nur um das auch nochmal aufzugreifen, was du eben gesagt hast. Ich glaube wirklich, dass die Leute, die heutzutage Drehbücher für Fantasy-Filme und Serien schreiben, der Meinung sind, ja, wir können das besser als die Originale, als die Autoren damals, weil die haben ja alle keine Ahnung und wir haben das viel besser und lalala. Und es gibt ja gar keine Grundlage. Es gibt für das zweite Zeitalter, wie sie es gerade darstellen, gibt es kein publiziertes Werk. Es gibt ein Kapitel im Silmarillion, das dürfen sie nicht benutzen. Es gibt Material in der History of Middle-Earth, die dürfen sie offiziell nicht benutzen. Es gibt Material in den Unfinished Tales, Nachrichten aus Mittelerde, dürfen sie offiziell nicht benutzen. Sie haben es tausendmal betont während der ersten Staffel, sie dürfen nur Hobbit, Herr der Ringe und die Anhänger benutzen vom Herr der Ringe. Und wir wissen jetzt schon natürlich, durch die verschiedensten Szenen, die wir erlebt haben, dass da vielleicht eine kleine Ausnahmeregelung existiert, zusammen mit dem Tolkien Estate, weil sie Dinge aufgreifen, die ganz offensichtlich nicht unter Herr der Ringe, Hobbit und sonst irgendwie laufen, sondern die müssen woanders herkommen. Und das ist zum Beispiel einer der Knackpunkte, die in der Community so ein Riesenthema ist. Die Community, die gerade so unheimlich die Serie feiert und sich dafür ausspricht, erklärt alle Szenen, die richtig kacke sind, mit dem weiteren Werk Tolkiens. Weil man im Werk Tolkiens unheimlich viele Zusammenhänge, verschiedene Entwicklungsstufen und so weiter aufgreifen kann, das ist ganz großartig. Aber offiziell dürften sie das ja gar nicht benutzen, weil die Serie das ja auch nicht darf. Also da ist so eine Diskrepanz, wo ich mir denke, Amazon beschreibt bewusst diese Szenen, missbraucht die Tatsache, dass sie es eigentlich nicht dürfen, weil sie genau wissen, es wird einen Fan geben, der sie dafür feiert, dass sie es einbauen, obwohl es eigentlich gar nicht drin sein darf. Weißt du, so der Blick auf Tyrion. Ich habe das auch schon irgendwie mitbekommen, dass da Aspekte der Serie aus irgendwelchen Briefen begründet werden. Das sind dann wirklich unfassbar irrelevante Details. Also irgendeine Frisur von Galadriel wurde mal von Tolkien in einem Brief an, was weiß ich wen, beschrieben. Ja. Und daraus folgern sie dann, dass diese Serie unglaublich nah an Tolkiens Werk ist. Korrekt. So, dass und nur Gandalf nicht als Meteor vom Himmel gefallen ist, wird einfach ignoriert. Ich habe eine Begründung gefunden. Pass auf. Gandalf war mal wieder in Lorien in Valinor, hat richtig Party gemacht, die haben richtig gesoffen, die haben sich was reingezogen, völlig geil. Das war der Abend, wo sie beschieden haben, wir kommen, die fünf Jungs, die gehen rüber, machen wir alles. Dann ist das Schiff losgefahren und Gandalf hat das Schiff verpasst. Und alle so, hör mal, Gandalf, Junge, ist das Schiff weg, ist doch scheiße. Man hat gesagt, fünf ist Dari, nicht vier und ein Betrunkener, der nicht mitkommt. Weißt du was, geh mal hoch, geh mal zu Manwe, vielleicht hat er eine Lösung. Und Manwe so, ich hab mir letztens von Ole so ein Katapult bauen lassen, ey. Ist voll geil, ey. Keine Scheiße mehr Mittelerde schicken und Morgoth nerven, ey. Kannst du mal reinsteigen? Und das ist, ich dachte mir, das ist eine wahrscheinlichere Begründung für diesen Meteormann als alles, was ich bisher gehört habe. Und die feiere ich sehr, weil ich mir jetzt dieses Katapult auf dem Taniquetil vorstelle. Wie so ein Mann, wo so doing, 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 doing. Einfach Morgoth immer so auf den Gorodrim irgendwie Scheiße wirft. Egal. Kurz zurück zum Thema. Ich will diese Serie lieben. Das ist ja so mein Problem. Ich will ja mehr geilen Scheiß von Tolkien haben. Aber wenn ich die Serie zwischendurch, wo ich mich manchmal frage, das, haben die das gerade wirklich gesagt? Haben die es wirklich getan? Hat Bombadil diesen essentiellen Satz Gandalfs aus der Geschichte umgedreht und verdreht und jetzt musst du davon ausgehen, dass Gandalf nur so ein drittklassiger, zitatestehender Hampel ist, der keine eigene Leistung erbringt, weil dem Bombadil alles schon vorgegeben und erklärt und erzählt hat? Wo ist jetzt das Wachstum? Wo komme ich an den Maia heran, der wirklich dieser großartige, diese Persönlichkeit, dieser außergewöhnliche Leistungsträger ist, wenn ihm Bombadil erstmal irgendwie Unterricht geben muss? Also das ist okay. Ich habe den Faden verloren, das ist jetzt bei manchen Sachen. Ich habe jetzt den Drehbuchschreibern ähnlich an sehr vielen Stellen. Okay, der hat sich angeboten. Okay, verstehe. Das, was mir aufgefallen ist, sie ersetzen das, was Tolkien speziell macht, also seine Charaktere, seine Völker, sein Worldbuilding, durch Dinge, die ich aus anderen Fantasy-Geschichten kenne. Und zwar aus den klischeehaftesten Fantasy-Tropes.
Ja, ja. Das ist jetzt ganz zum Schluss war es wieder der Fall, als sie als Gradeidel irgendwas von der Sonne erzählt und dass das Licht den Schatten besiegt. Das ist so ein typisches Ding aus irgendwelchen 0815 Fantasy-Geschichten, die halt für 3,90 Euro im Thalia rumliegen. Ja, ja. Aber dieser Licht-Darkness-Wechselwirkung spielt bei Tolkien keine Rolle. Und insbesondere die Elben haben mit der Sonne nichts zu schaffen. Die sind unter den Sternen geboren. Das ist quasi ihr Ding am Firmament, die Sterne. Der Valar, der im nächsten steht, ist Vardar. Und sie nennen die Elberis, die Herrin der Sterne. Ja. Und dann hält Galadriel ihre ergreifende Rede und baut das auf dem Sonnenlicht auf. Und dann hast du dann auch noch Gil-Galad in der Conan-Pose. Und ich denke mir nur so, was hat denn das mit Tolkien zu tun? Ja. Und die Elben sind das wankelmütigste Volk, das ich jemals erlebt habe. Gerade noch so völlig am Boden, völlig zerstört. Ihre Region ist gerade gefallen, alle voll am Ende. Und dann steht Jungfrau Galadriel und ihr Hochkönig hält ein Schwert hoch. Und auf einmal sind alle voll am Start. Innerhalb von 15 Sekunden. Ich hätte heute mein Dungeon Master Shirt anziehen können, weil da auch so ein Typ genau die Pose hat. Und hast auch die Priesterin, die zu ihm hochguckt. Verdammt, hätte ich es visuell ergänzen können. Unser Gespräch hier inhaltlich. Und gefühlt überall in jeder Folge, in jedem Erzählungsstrang, auch Tom Bombadil selber, der hat doch mit dem Tom Bombadil nichts zu tun aus den Büchern. Warum gibt es Leute, die sagen, ach, endlich sehe ich mal Bombadil auf der Leinwand. Ja, ich habe ihn bei Jackson vermisst. Ich habe ihn da und da vermisst. Und dann kommt da ein Typ, der hat zwar einen Bart und der heißt Tom, aber da hören doch alle Gemeinsamkeiten auf. Der sitzt da rum und wartet darauf, dass irgendwelche Meteore im Himmel fallen, denen er dann Zauberei beibringen kann. Mit irgendwelchen kryptischen Nachrichten, die kein Mensch versteht und die auch immer nur im Nachhinein Sinn ergeben können. Und warum soll ich da jetzt zufrieden mit sein? Warum soll ich jetzt das Gefühl haben, ich habe jetzt den Bombardier gesehen? Habe ich halt nicht. Ich bin mittlerweile bei der Kurzvariante, wenn ich so einen Einsatzer sagen muss zur Serie, Rings of Power hat die Endergebnisse und die Vorhersehbarkeit von Titanic und möchte aber gezwungen geheimnisvoll wirken wie Lost. Und das funktioniert einfach nicht, weil Tolkien weder das eine noch das andere jemals auch nur ansatzweise geschrieben oder auch nur ansatzweise irgendwie Interesse dafür entwickelt hat. Ihn interessieren solche Dinge nicht. Ihn interessieren ganz andere Themen, ganz andere Sachen, die im Vordergrund stehen, die für entscheidend sind. Und es ist auch kein Wunder, dass die besten Szenen in der Filmtrilogie und auch in den seltenen Fällen, dass es hier mal halbwegs korrekt ist, die besten Szenen sind immer die, wo die Worte Tolkiens tatsächlich korrekt und angemessen verwendet werden. Da, wo die Zitate stimmen, da, wo die Figuren stimmen oder die Situation stimmt. Und hier ist es halt wirklich so, man hat das Gefühl, es ist jetzt eine Generation mit D&D groß geworden und mit Warcraft. Und das ist die Vorstellung von Fantasy. Und dabei ist die Fantasy viel, viel, vielschichtiger und Tolkien ist viel tiefgründiger als ein Rollenspiel. Die Leute glauben, weil Tolkien sozusagen die Fassade bei Dungeons & Dragons war, die sie gewählt haben, um das Ding verkaufen zu können, die hatten kein Interesse an Tolkien, die waren auch keine Tolkien-Fans. Das behaupten sie immer gerne, ist aber nicht der Fall. Die hatten ein Spiel und sie brauchten einen Rahmen dazu. Und der beste Rahmen war der erfolgreichste Rahmen zu dem Zeitpunkt und das war der Herr der Ringe, weil er sich verkauft hat. Deswegen hat Gary Gygax diese Geschichte gewählt. Das hätte jede beliebige andere Geschichte sein können, wenn die erfolgreicher gewesen wäre als der Herr der Ringe. War sie aber nicht. Und deswegen haben wir jetzt diese Aneinanderreihung von, wie du schon sagtest, Klischees und Tropen und was auch immer. Und ich bin froh, dass es heute das letzte Mal ist, hoffentlich für dieses Jahr. Und das Schlimmste, was ich daran finde, am Ende ist es ja egal, ob ein Charakter jetzt dieselbe Haarfarbe hat, ob er sich exakt dieselbe Kindheit genossen hat oder sonst irgendwas. Ich möchte auch in Adaption die Geschichte erzählt bekommen, die der Autor erzählt hat, mit der, nennen wir es mal, Seele und Geist der Erzählung, dass die intakt bleibt. Und das ist das, was mich an Rings of Power am meisten stört. Sie nehmen das Grundprinzip von Tolkiens Mittelerde und sie verdrehen es unfassbar. Tolkien hat eine Geschichte geschrieben, eine Welt, die halt 0% zynisch ist. Und du hast in Rings of Power an allen Enden Zynismus. Sobald Durin seinen Job als Prinz verliert, wird er von Leuten gemobbt und zusammengeschlagen. Sobald bei den Harfoots sich jemand den Fuß bricht, wird er zurückgelassen und zum Sterben ausgesetzt. Ja, die Orks metzeln Sauron nieder, der zu dem Zeitpunkt eigentlich nichts gemacht hat, außer hier, ich habe eine Vision für uns alle. Es ist eine Welt, in der es immer wieder auf den Schwächsten geht.
Das ist die Quintessenz in Rings of Power. Und auch wenn jetzt in der letzten Folge der Satz von Bombadil mit diesem, du musst dich zwischen deinem Freund und dem Schicksal der Welt entscheiden, aufgelöst wurde, dass es nur ein Test war. Allein, dass man diese Frage stellt in der Serie und andeutet, dass es möglich ist, den Wert eines Lebens aufzurechnen und utilitaristisch in Gleichung einzusetzen, um Entscheidungen zu treffen. Also durch der Blank des Zynismus. So nicht Tolkien. Das ist das absolute Gegenteil von dem, was Tolkien mit seinen Geschichten ermitteln wollte. Ja. Und das macht die Serie dann zum Schluss für mich auch, egal ob jetzt da einzelne Sachen funktioniert haben oder nicht und ob vielleicht mal was gut ausgesehen hat oder nicht, einfach absolut untragbar und nicht akzeptabel. Und das werden sie auch in den nächsten Staffeln nicht ausbügeln können. Ich habe, glaube ich, ein bisschen aufgegeben, innerlich emotional, als die Harry Potter, der Verweis kam. Der Stab wählt den Zauberer. Da saß ich da und dachte mir, was ist das jetzt ernst? Ich musste da an das schwarze Auge denken. Wenn du da einen Magiercharakter spielst, dann kann der halt auf jedem neuen Level kann der seinen Stab ein bisschen weiter ausbauen. Länger und größer und schöner. Und das ist so albern. Das, ich meine, das ist ein Maya. Er fällt vom Himmel in diesem Szenario. Also muss was Besonderes sein. Aber seine fucking Macht kommt aus einem blöden Stab, der von einem Baum abgefallen ist. Ist das wirklich so banal alles? Warum muss man seine Geschichten so trivialisieren? Also das ist halt so ein bisschen der Punkt, dass ich gebe ja die Hoffnung nicht aus und ich weiß die mittlerweile Reaktion auf, wenn ich in diesem Kontext zur Serie sage, naja, die Hoffnung stirbt ja zuletzt, dann ruft jemand hinten aus der letzten Reihe, aber sie stirbt! Weißt du, so den kennt man ja, den Satz. Weil es natürlich in der Geschichte der Serien, also der Fantasy- und Science-Fiction-Serien, auch der Film oder Filmreihen, ja tatsächlich Situationen gab, in denen aus einem, die ersten ein, zwei Staffeln oder so waren Müll oder mittelmäßig irgendwas, deswegen nenne ich immer wieder gerne Next Generation, der absolute Erfolg wird, weil man am Anfang Schwierigkeiten hatte. Der Hintergrund allerdings bei Star Trek Next Generation ist, für die Leute, die sich ein bisschen mit Trekkie-Geschichte auskennen, ist, da war das mit dem Writers Room halt auch ein Riesenproblem. Die haben sich in der dritten Staffel gefunden, gefangen, eine Vision entwickelt und dann war auf einmal die perfekte Kombination an Leuten vor Ort und die haben das Richtige gemacht. Es passte alles zusammen. Die ersten zwei Staffeln war Streit, da war dies und jenes, Gene Roddenberry, hast du nicht gesehen, keine Ahnung, la la la. Aber irgendwann haben sie sich gefunden. Und ich würde mir wünschen, dass sie jetzt diesen Writers Room, also die Drehbuchautoren und Autoren und eine Produktionsleitung haben, die Hand in Hand den Weg finden und beschreiten, dass sie jetzt wirklich nur noch Gutes liefern. Aber wenn ich höre, dass der Writers Room für die dritte Staffel jetzt schon komplett ausgetauscht ist, dann weiß ich nicht, wie das funktionieren soll, weil es bei Star Trek damals in dieser Situation eben genau der Gegenteil war. Sie haben an den Leuten festgehalten, die Gutes geliefert haben. Sie haben ein, zwei Leute dazugeholt und dann war das perfekt. Und ich sehe hier nur Inkontinuität. Ich sehe nur Chaos und ich sehe nur nach, wir haben eine Checkliste, die müssen wir durchgehen und die stehen wir jetzt durch und das machen wir auch. Nur mal als Hinweis für euch alle, damit ihr begreift, was das Projekt für Amazon Prime Video und für Jeff Bezos persönlich bedeutet. Die haben eine Lücke im Endeffekt im Vertrag mit der Tolkien Estate und New Line Cinema und Warner Brothers irgendwie entdeckt. Nämlich, dass man Serien mit maximal 8 Folgen drehen darf. Das wird von dem ursprünglichen Vertrag aus den 70ern, 60ern nicht geregelt, lalala. Und Amazon hat diese Chance genutzt und gesagt, cool, machen wir. Gleichzeitig mussten sie damit aber auch in vollem Wissen abgeben, jemals Merchandise machen zu können. Weil die Merchandise-Rechte sind bei Middle-Earth Enterprises und jetzt bei Embracer. Und die haben komplett alle Rechte an allen Figuren, allen Charakteren, allen Orten des dritten Zeitalters. Das heißt, die können praktisch nicht mal Frodo oder Gandalf eigentlich sagen, ohne dass Warner Brothers ihnen das immer alles genehmigen muss und sie dann einen Deal finden. Bezos ist also bereit, auf Milliarden von Geldern auf Merchandise zu verzichten, nur um den Namen zu haben. Es ging ihm nur um den Namen, es ging ihm nur um den Brand. Alles andere war ihm egal. Und das ist, wenn du das mal so als Hintergrundvision siehst, dass der Mann, dem das wirklich, der brauchte einfach die Serien, damit er für sich und sein Projekt Prime Video sagen kann, wir haben sie. Und das ist nicht die ideale Voraussetzung für ein Projekt, das künstlerisch mit einer Vision entwickelt wird, die irgendwie eine langfristige Zielsetzung hat. Also sehe ich nicht. Ich hoffe auf die nächsten drei Staffeln. Für mich ist halt die Frage, warum machst du eine Serie daraus, die die Trademarks deiner
deiner IP, die du gekauft hast, aktiv entwertet. Und du musst den Namen haben. So zu sein, wie viele andere Fantasien auch schon sind. Und das Besondere von Tolkien ignoriert und unter den Tisch fallen lässt. Kennst du das im Kapitalismus, wenn du in einer Konkurrenz bist? Du kannst überlegen, ob du ein Projekt einem anderen Konkurrenten überlässt oder ob du es einfach kaufst, in den Boden, Grund und Boden treibst und zerstörst, nur damit der Konkurrent es nicht nutzen kann. Also jemand anderes hätte den Herrn der Ringe anders ausgebaut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bezos sich die Rechte gekauft hat, um die IP zu entwerten aktiv. Reden wir über Elon Musk oder über Bezos? Bezos. Ich glaube, der... Ja. Okay. Elon Musk hat seine eigene IP entwertet. Ja. Kaufpreis 44 Milliarden Dollar. Aktueller jetzt Schätzwert so. 8 Milliarden. Ja. Ja. Gutes Investment, mein Lieber. Nein, ich glaube nicht, dass das Bezos ja. sich das gekauft hat, damit der Warner Bros. Die Show kaputt machen kann. Das ist ja völlig albern. Nein, aber es hätte jemand anders das haben nehmen können. Jemand anderes hätte Herr der Ringe die Serie machen können. Selbst wenn. Also, das ist jetzt er wird schon gedacht haben, dass sie das unterm Strich mehr Kohle bringt, als er ausgeben muss. Das ist wahrscheinlich auch für die ersten zwei Staffeln der Fall. Das ist ja auch das, warum ich manchmal auch so sauer bin, dass sie in keinster Weise den Mut haben, die Serie so zu machen, wie sie es verdient hätte. Weil sie können damit nicht auf die Schnauze fallen. Du könntest buchstäblich einen Haufen Mist filmen, 8 Stunden lang, das hochladen, ja. und wenn du Links of Power draufschreibst, würde eingeschaltet werden. Ja, ja, weil klar, es Herr der Ringe ist. Ja, ja. Das heißt, du musst gar nicht versuchen, irgendwie dich nach dem Publikum auszurichten, weil du kannst mit Herr der Ringe nicht auf die Schnauze fallen finanziell. Das ist unmöglich. Ja, oder du bist eine Firma, die nur über Daten funktioniert, nur Daten Entscheidungen treffen lässt und die laut diesen Daten für einen gewissen Markt solche Sachen vorgibt. Eine KI hat nicht, die Daten bekommen. Dass du ein Drehbuch aufgrund von Datenanalyse schreiben kannst. Das sollte auch Amazon bewusst sein, dass das nicht funktioniert. Ja, und da sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir natürlich schon so ein bisschen in das wirre Raten einfach kommen müssen, weil es die Motivation dahinter, warum diese Firma diese Serie macht, wie sie sie macht, lässt einfach unheimlich viele Leute, so wie uns beide, glaube ich, auch völlig verwirrt zurück, weil wir uns fragen, warum? Mit welchem Ziel? Was soll das bringen? Und ich rede jetzt nicht darüber, dass wir Prime Video Abonnenten gewinnen wollen und den Markt durchtränken mit unserem was auch immer. Da kann man immer drüber reden, aber das wäre, wenn die Argumentation gewesen wäre, wir wollten das nächste Game of Thrones haben, in derselben Qualität und oder zumindest was den Erfolg angeht, es muss ja noch nicht mal Qualität sein, dann haben sich bis jetzt auf jeden Fall ganz derbe auf den Arsch gesetzt. Und es gibt keine andere Serie, die den Level erreicht, den Game of Thrones 7 Staffeln lang innehatte. Gibt es bis jetzt nicht. Ich sehe auch keine. Und ja. Hätte es sein können, hätten sie sich was getraut. So wie Game of Thrones. Game of Thrones hat mit ein paar Regeln, die bis dahin gegolten haben für Drehbuchschreiber, ganz bewusst gebrochen. Und das hat für den Erfolg gesorgt. Das hat den Leuten gefallen. Deswegen ist die Serie so ikonisch geworden, wie sie ist. Und ich würde mir wünschen, also ich möchte keine Serie haben, die sagt, ich bin Game of Thrones, ich zeige ganz viel nackte Haut und ganz viel Blut. Ja, das ist ja die falsche Lektion. Dafür zu sagen, ich muss mich nicht an alle Regeln halten, die man von Drehbüchern erwartet. Ich kann den Mut haben. Und wie gesagt, gerade bei Herr der Ringe, bei Tolkien, bei Mittelerde, kannst du diesen Mut halt haben, weil es wird trotzdem ein Erfolg sein. Es werden trotzdem Millionen Leute einschalten. Wenn du eine neue IP aufbauen möchtest, die kein Schwein kennt, dann musst du vielleicht nach Regeln spielen. Kann sein. Aber mit Herr der Ringe hättest du einfach kreativ dich dermaßen austoben können. Stattdessen haben wir so eine komplett mutlose, belanglose Suppe bekommen, die wirklich nichts zeigt, was man nicht schon gesehen hat, nur halt schon besser. Wir haben bessere Schlachten gesehen in anderen Serien. Wir haben bessere Dialoge gesehen in anderen Serien. Bessere Special Effects, bessere Kostüme, bessere Plots, besseres Pacing. Alles, was relevant ist für eine Serie und den Sehgenuss für den Zuschauer, haben andere Serien entweder in Gänze oder in Teilaspekten deutlich besser gemacht. Ja. Und vielleicht ist es irgendwie die Arroganz eines Tolkien-Fans, das Buch des Jahrhunderts, ja, meistverkaufte Buch nach der Bibel. Ja, 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 ja. Ich bin für mein Tolkien Besseres gewohnt und ich erwarte mehr, als mir Mr. Power gegeben hat. So viel mehr. Dann blickst du halt auf andere Sachen wie Good Omens, The Sandman.
Selbst eine Dark Crystal, was nur eine Staffel existiert hat, leider Gottes. Da steckt so viel mehr drin und so viel mehr Charme, Charisma, handwerkliches Können und Begeisterung als in dieser seelenlosen Sacksuppe Rings of Power. Ich kann an dieser Stelle auf jeden Fall schon sagen, dass dieser Rückblick auf die zweite Staffel, wie wir ihn gerade gemacht haben, von keinem anderen Podcast auf dieser Welt in dieser Form jemals gemacht wurde. Vielleicht. Glaub mir, ne? Alle haben es anders gemacht. Alle haben sind wieder die Folgen durchgegangen oder die letzte Folge. Aber dieser Rundumschlag, den wir jetzt gerade gemacht haben, den ich eigentlich den entscheidenden und wichtigen finde, dass es um die Inhalte geht und um das Handwerk. Das übergeht im Endeffekt, übergehen einfach die meisten Leute und vor allem halt auch die Hintergründe, die mir persönlich halt unheimlich am Herzen liegen, wenn ich halt nur noch höre aus Neuseeland, was für Nachrichten es dazu gibt, mit der Überlastung durch den Mittelerde und vor allem Tolkien-Tourismus, wie dieses Hobbit-Law bis heute die gesamte Industrie da praktisch knechtet und beutelt. Und man neben den natürlich Gloss-Anzeigen in großen Magazinen und im Internet da immer diese Riesenprojekte feiert, dass das da überhaupt nicht ankommt und das Geld auch nicht da bleibt und Neuseeland darunter eigentlich in Teilen sogar leidet, dann denke ich mir immer so, meine Fresse, warum? Und dann denkst du dir so, ja gut, Kapitalismus, es gibt Dinge, die kann man sehr gut mit Geld erklären. Und das Schöne ist ja aber trotzdem, dass obwohl der Kapitalismus da ist, gibt es immer noch ganz, ganz großartige Projekte, die oft viel weniger Geld haben, viel weniger Leute. Und was manchmal wirklich diesen Hinterkopf, also wo ich immer sage, weißt du, manchmal hast du mit weniger Mitteln mehr zu bieten. Weil die Leute dann gezwungen sind, kreativ zu werden. Wenn du das Geld nicht hast, musst du Lösungen finden. Wenn du die Schauspieler nicht hast, dann musst du Geschichten schreiben, die zu denen, die du hast, passen. Dann musst du überlegen, wie regelst du das, dass es nachher ein Gesamtprojekt ergibt, das irgendwie noch was aussieht. Und hier haben wir wahrscheinlich 43 verschiedene Abteilungen, wo halt der eine Mensch nicht weiß, was der andere tut. Wer weiß, ob da Amerika reinredet, ob die Dreharbeiten auf Teneriffa da jemand reingeredet hat. Ist mir auch egal. Am Ende würde ich einfach wirklich eine schöne, großartige, packende Geschichte sehen und hören und erleben. Und auch wenn es eine Generationssache ist und da Unterschiede sind, aber ehrlich, die Rückkehr des Königs hat nicht umsonst 11 Oscars gewonnen. Da gibt es Gründe für. Mhm. Und da müsste Rings of Power erstmal rankommen. Da glaube ich, vielleicht kriegen sie dieses Jahr eine Emmy-Nominierung für Charlie Vickers und den Annatar, weil er den so gespielt hat und so dramatisch gespielt hat. Aber ansonsten, was wollen die denn sonst kriegen? Selbst an Nominierungen. Also es gibt 1000 Serien, die besser sind in jedem einzelnen Teil, jeder Kategorie, die du bei den Emmys vergeben kannst. Ja. Und ja, also ich hoffe auf die nächsten 3 Staffeln. Ich hoffe. Ich hätte Bock auf geilere Geschichten. Oh, und ich möchte gerne War of the Rohirrim. Da sollten wir zusammen irgendwie so ein großes IMAX oder so gehen, weil da möchte ich schon richtig, das soll knallen, da habe ich Bock drauf. Da werden wir noch Pläne schmieden, davon gehe ich aus, ja. Größte IMAX-Leinwand der Welt ist in Deutschland, bei Stuttgart, in einem totalen Pisskaff. Da fahre ich nicht kaum, hin. Ist aber so. Ja, ich weiß, aber eigentlich muss ich da mal hin, weil das ist die größte IMAX-Leinwand der Welt, Mann, wie geil ist das? Ja, aber ich bin in Berlin, ich verlasse doch nicht Berlin, um eine Leinwand mir anzugucken. Ja, geilste IMAX in Berlin haben wir ja verloren. Scheiße. Egal. Vielen, vielen lieben Dank an euch alle, die ihr heute mit dabei wart. Es war vielleicht etwas ungewöhnlich und anders, als ihr es vielleicht erwartet habt. Aber ich dachte mir schon, dass wir jetzt nach der zweiten Staffel und nachdem wir diese Folgen alle gesehen haben, wie soll es weitergehen? Das ist mir momentan überhaupt nicht klar. Ich sehe keine Linie. Ich sehe keinen roten Faden. Ich sehe keine tatsächliche klare Verbesserung, wo du sagst, da geht's hin, jetzt machen wir das schon. Sehe ich nicht. Wir haben jetzt erst wieder 2 Jahre Ruhe, bevor wieder Neues auf uns zukommt. Es gibt Gerüchte. Hollywood Report hat es schon angedeutet, dass wir bald neue Nachrichten kriegen. Ja, aber es wird auf jeden Fall nicht vor einem Jahr sein. Und eine Zeit haben wir eine Adaption. Wie gesagt, War of the Rohirrim kommt, das Cozy Game kommt. Ja. Vermutlich werden wir an beiden Dingen ein bisschen mehr Spaß haben. Wir hatten ja auch schon mal kurz drüber geredet, über War of the Rohirrim, was wir davon erwarten, was wir glauben, was wir befürchten. Wir gründen eine Brauerei, Smalltalk. Ich bin immer noch verhalten optimistisch, was das betrifft. Nächste Woche hören wir uns alle gar nicht. Ich bin nämlich nicht in Berlin. Und dann in 2 Wochen wieder. Thema haben wir noch keins.
Aber wir werden bis dahin eins ausgedacht haben, bin ich ziemlich sicher. Auf jeden Fall. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss, schönen Abend noch. Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du dich über unseren Podcast informieren möchtest, kannst du das gerne über unsere Social-Media-Kanäle tun. Du findest uns auf Facebook und auf Instagram als Smalltalk und auf Twitter als SmalltalkPod, wie in Podcast. Dort findest du auch immer den direkten Link zu unserem Discord-Server, auf dem du live mit dabei oder dich mit anderen Tolkien-Fans austauschen kannst. Am meisten freuen wir uns natürlich über ein Like oder ein Gefällt mir oder noch besser, du abonnierst uns beim Podcast-Anbieter deines Vertrauens. Das hilft uns nicht nur auf unserem Weg zu Ruhm und Reichtum, sondern es bietet uns auch die Möglichkeit, mehr Leuten Mittelerde näher zu bringen. Vielen Dank im Voraus und vielleicht hören wir uns ja schon bald wieder. Eine neue Folge wird jeden Dienstagabend hochgeladen. Wir freuen uns auf jeden Fall.